Tag, Leute, und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu einer weiteren Ausgabe von Spriteseeing, dem Retro-Let's Play hier und dem Speziellen. Wir haben ja quasi, wobei, ich habe das eigentlich nicht so geplant, aber aktuell sind ja anscheinend die Monkey Island-Wochen. 30 Jahre Monkey Island werden gefeiert und ich habe hier Let's Plays von den ersten beiden Teilen hier auf dem Kanal gemacht, komplett durchgeballert nochmal. Heute möchte ich mit euch ein Fanprojekt durchspielen, nämlich ein Crossover. Glaube ich, auch in den letzten Wochen durchs Internet schon mal gegeistert, nämlich The Secret of Monkey Island, das erste Spiel aus dem Jahr 1990, crossovert mit den Ghostbusters. Ist das geil? Ja, zumindest für Kinder der 80er und Jugendliche der 90er wie mich kommen zwei Welten hier zusammen. Da kreuzen sich die Ströme sozusagen und ich wollte es mir eher angucken. Komm, lass das mal gemeinsam machen. Zack. Das finde ich schon super gut. Ich kann auswählen, ob ich Guybrush Threepwood oder Raymond Ray Stantz sein soll, also der Ghostbuster, der von Dan Aykroyd gespielt wurde. Ich starte mal und ich werde gleich mal ein bisschen was dazu ausführen. Zack. Den hier, so, ich hab geklickt. Hallo? Lass mich klicken auf Ray. Oder soll ich ihn nehmen? Ja, ich soll ihn nehmen, natürlich, klar. Das erste Rätsel gleich gelöst. The Secret of Monkey Island 30th Anniversary Celebration. Fangame. Wie schon erwähnt, wir werden gleich den Ersteller sehen. Download-Link ist auch nochmal unten mit verlinkt. Ist nicht allzu groß, 100 Megabyte, läuft auf jedem normalen PC. Daniel Spadoni hat's gemacht. Und ist auch ein schönes Artwork, was hier herumgeistert. Ihr seht tief in der Karibik und da fliegt Slimer schon hier herum. Auf Melee Island. So wie Monkey Island 1 angefangen hat damals. Aber The Fangame, Ghostbusters and The Secret of Monkey Island. Natürlich, klar, wenn die Ghostbusters LeChuck nachstellen, kann das ja nur gut werden. Hoffe ich. Und ja, ich weiß nicht, wie umfangreich es ist. Ich schätze, wir werden jetzt nicht mehrere Stunden dran sitzen. Aber mal gucken. Der Anfang ist schon mal sehr Monkey Island hier. Monkey Island 1. Hallo, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich möchte ein Pirat werden. Hä? Yikes! Schleich dich doch nicht so ran. Ich bin hier drüben. Ah. And then, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ah, ich verstehe. Also willst du ein Pirat werden, ne? Du siehst mehr aus wie jemand, der Fußböden untersucht. Aber wenn du wirklich ein Pirat werden möchtest, dann rede mit den Piratenchefs, den Anführern. Du findest sie in der Scamba. Also bisher, glaube ich, alles sehr traditionell. Ah, vielen Dank. Das mache ich. Okay, ich verziehe mich. Tschüss. Ich bin los und suche mein Glück. Viel Erfolg. Wo hast du nochmal gesagt, sind diese Piratenanführer? Weißt du, wo sie sind? In der Scamba. danke. Also bisher sehr traditionell, man kennt, aber währenddessen in einer anderen Dimension. Sehr Zack McCracken jetzt hier gerade. In einer anderen Dimension. Was passiert da? Ah, großartig. New York, 1990. Das ist ja super. Ey, der Stil ist... Ah, das ist... Leute, sieht das originalgetreu aus? Super gemacht. Wirklich großartig. Keine Anrufe mehr für euch. Jungs, ihr könnt euch entspannen. Ich krieg diese Janine-Stimme leider nicht so gut hin. Gute Neuigkeiten. Wunderbar. Jetzt kann ich ein bisschen an Ecto 1 arbeiten. Ist das Auto natürlich für alle Ghostbusters Unkundigen. Ray, das würde eine exzellente Zeit sein, das transdimensionale Portal zu testen. Oh, ich ahne Schlimmes. Ja, lass das mal machen. Jetzt, wo wir gerade ein bisschen frei haben. Ey, also, wenn ich so ein Talent hätte, sowas zu machen. Ich hätte das schon längst umgesetzt wahrscheinlich, aber ich bin ja recht talentlos, was sowas angeht. Hallo Egan. An was arbeitest du denn? Bestimmt was Brillantes, denke ich. Ja, Janine hatte ja immer so ein Auge auf Egan geworfen. Oh, hallo Janine. Das ist ein transdimensionales Portal. Bücher sind tot. Es erlaubt uns direkten Zugriff auf die Unterwelt. Das ist ja großartig. Schau dir das an. Ja, das ist ja wunderbar, aber was macht das denn? Ganz einfach, wenn wir nicht mehr genug Platz in unserer Geisterkammer haben, dann wird es uns erlauben, die Geister direkt in die Unterwelt zu transferieren, okay?
schon mal gute Idee. Oh, Igen, wie wurdest du nur so klug? Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Tief unter Monkey Island ist das Piratenschiff von Geisterpirat LeChuck, der in einem Fluss von Lava angekettet ist. Captain LeChuck, Sir, ich... Ahoi war das, ne, oder? Ah, da gibt's nichts wie die heißen Winde der Hölle, die in dein Gesicht wehen. Du hast doch kein Gesicht mehr, LeChuck, ey. Nein, Sir. Nichts wie das. Sir, ich... Es sind Tage wie dieser, bei denen du froh bist, dass du tot bist. Oh, ja, Sir. Froh sein, tot zu sein. Bist du wirklich froh, tot zu sein, oder? Oh, ja, Sir. Ja. Ich fühle mich so glücklich, dass ihr mein Schiff gefangen habt und dann mich ermordet habt und alle, die an Bord waren. Sehr glücklich. Jawohl, Sir. Glücklich. Ja, ich freue mich zu hören. Ey, die Dialoge. Nun, warum unterbrichst du mich jetzt? Ah, ja, Sir. Sehen Sie, wir haben ein Problem auf Melee Island vielleicht. Ein Problem? Was für ein Problem könnte da möglicherweise sein? Wir haben doch, Piraten sind auch so erschrocken von der See, dass sie nicht mal ein Bad nehmen wollen. Nun denn, da scheint ein neuer Pirat in der Stadt zu sein. Eigentlich ist er ein Piratenanwärter, muss man sagen. Jung, unerfahren, wahrscheinlich nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Ich weiß gar nicht, warum ich sie damit gestört habe. Ich werde mich selbst um ihn kümmern. Moment. Ich werde mich persönlich drum kümmern. Meine Pläne sind zu wichtig, um von Amateuren durcheinandergebracht zu werden. Ja, hahaha. Jawohl, Sir. What? Okay. Ein Voodoo-Portal? Voodoo 3. Oh, ah, nein! Mach dir keine Sorgen, Janine. Solange das Sicherheitsfeld an ist, kann er nicht durchkommen. Oh nein, Slimer! Slimer, was machst du da? Das ist schon die Periode. Oh nein, er macht das Sicherheitsfeld aus. Hey, stopp! Fucking LeChuck ist in New York gelandet. Hilfe! Hilfe! Ich war beim Gebäude von Ghostbusters. Sehe ich leider nochmal. Peter, was geht da ab? Ich weiß es nicht. Winston! Tja. Was ist hier passiert? Was passiert gerade? Ein Geisterpirat kam aus dem Portal wegen Slimer. Hört sich normal an. Typischer Samstag. Ein Geisterpirat? Er hat Janine gekidnappt. Ray ist in das Portal gesprungen, um sie zu retten, und dann hat sich das Portal hinter ihm geschlossen. Das Portal ist auch irgendwie beschädigt worden. Wir müssen es schnell reparieren. Teil 1. Die Tri-Island Area. Die Dreierinseln. Okay, also ich weiß natürlich nicht, wenn man jetzt entweder Ray oder Guybrush als Hauptcharakter nimmt. Und das ist zum Beispiel schon, guck mal, ist eine Location aus Monkey Island 2. Hey, wer hat die Lichter ausgemacht? Da waren wir, das müsste schon Monkey Island 2 sein. Ah, die Toilette da, ah, wo sind sie denn? Verdammt nochmal. Okay, und, oh, schau dir das mal an, das Inventory. Ich habe hier den Neutrino-Stab, die Ecto-Brille, den PKE-Meter, um zu sehen, wo die Geister sind, meine Visa-Karte. Mal gucken, damit kommen wir wahrscheinlich raus. Nö, ist einfach nur ein Zeichen. Da hier der Proton, das Protonenpack, der Protonenrucksack. Also ich kann hier wechseln, das Icon, typisch wie bei Sierra Games oder späteren LucasArts-Dingern. Und wir checken mal, was funktioniert. Ich weiß nicht, was du mit Guybrush würdest du wahrscheinlich anderswo anfangen. So, schau das mal an. Verändert sich eigentlich das Icon, wenn ich da irgendwo... Ja, okay, hier kann ich nichts. Warte mal, können wir... Ah, die Ecto-Brille. Mit der kann man psychokinetische Energie verfolgen. Okay. Eine Polaroid-Kamera, die entsprechend angepasst wurde, identifiziert und sucht nach Info für alle Objekte. Okay. Und das ist mein Neutrino-Stab, der ans Protonenpack angeschlossen ist. Wissen wir, wie das funktioniert. Können wir damit die fangen.
Wobei, nee, waren wir. Oder war das Protonenpack die Falle? Nee, das war ja die Falle, ne? Haben wir eine Falle hier zum Einfangen? Eigentlich nicht, ne? Wir haben das Protonenpack und den Stab. Wir haben die Brille zum Checken, wir haben den PKE-Meter, um zu sehen, wo die Geister sind, und eine Visakarte, aber hier ist das nur als Icon, die Falle. Also ist keine hier vorhanden. Oh, warte mal, hier, guck mal. Okay, also Hotspot abhängig. Wenn ich hier auf den Pfad gehe, ich habe hier noch nichts geklickt. Das heißt, das Game zeigt mir schon an, wenn hier irgendwo was ist. Dann gehen wir zum Pfad. Booty Island ist es. Aha, also wir sind auf Booty Island gelandet. Da ist Elaines Mansion. Die Ville de la Booty. Da ist der große Baum, wo wir gerade gelandet sind. Genau, ne? Und hier war eigentlich der Weg treu. Gehen wir mal zu Elaines Mansion. Mal sehen, ob Elaine denn da ist oder nicht. Gab's auch eine Elaine? Das ist ein Hund. Das ist ein Hund, ist da. Gab's eine Elaine bei Ghostbusters? Oder ist Sigourney Weaver war nicht Elaine, oder? Mann. Hallo? Schauen wir bitte den Hund an. Okay, sprechen kann ich nicht mit ihm. Was ist los, mein Junge? Hast du was gerochen? Netter Hund. Guter Hund. Der Farmer ist da. Sorry, aber die Villa ist geschlossen für die Öffentlichkeit. Okay, ich gehe schon weg. Gut, dann schätze ich mal, entweder wir müssen entweder ein Rätsel lösen oder es ist einfach für das Fangame hier abgesperrt. Dann gehen wir zu Ville de la Booty. Wir wollen ja nach Mealy Island wahrscheinlich irgendwie. Wobei, wenn wir jetzt. Na, das müsste ja Monkey Island 1 Zeiten sein, aber wir sind auf Booty Island, ne? Wo wir Booty Island noch gar nicht besucht haben in Monkey Island 1. Öffnen wir mal die Tür. Ah, der Antiquitätenhändler. Reden wir mit dir mal. Mein Name ist Raymond Stantz. Ich bin ein Ghostbuster und suche nach Miss Janine. Sie wurde von dem Geisterpiraten LeChuck entführt. Dass ihr den Namen auch kennt. Das ist ja mal was. Na, Text? Sorry, keine Zeit zum Chatten. Guten Job hast du hier. Ja, ich bin stolz auf die Qualität meines Merchandise. Ich verkaufe nur die beste Piratenmemorabilia. Sogar die Sachen, die eingetauscht werden, sind First Class. Und ich mache dir immer die besten Deals. Und wie kannst du dir das leisten? Oh, ich habe einfach sehr viele Sachen. Ja, da muss ich jetzt aber los. Okay, kann ich denn. Ich muss mal kurz gucken, ob ich. Oh, warte mal. PKE-Meter war kaputt. Okay. The batteries have been damaged. Oh, ja, okay. Ecto-Goggles, warte mal. Ich muss mal sehen, ob ich das benutzen kann. Antiquitätenhändler, das Kartenpiece, was Guybrush dann mitnimmt. So direkt benutzen diese Sachen kann ich nicht. Kann ich denn mir ein bisschen was greifen? Ich würde gerne diese Karte kaufen. Das sind 700 Pieces of 8. Willst du es haben? Nimmst du Visa? Ja. Okay. Meine Visa-Kreditkarte. Oh, können wir mal draufschauen, wie viel Geld drauf ist? Okay, können wir nicht. Ups, linke Taste zum Benutzen. Hier, nimm sie. Nun denn. Ah, oh, nein, die Kreditkartenmaschine ist nicht online. Kommen Sie später wieder. Ja, okay, das ist wahrscheinlich dann eher der Gag, dass wir die Karte nicht kaufen. Aber die Karte muss ja auch hier bleiben. Sonst verursachen wir ja einen Riss im Raum-Zeitkontinuum. Na, weil wenn das so passiert, dann kann Guybrush die Karte ja nicht mehr holen und dann können die Ereignisse vom Monkey Island zwar nicht mehr passieren. Ist das denn auch Zeitreise? Ah, die Tür ist abgeschlossen hier. Dann werden wir wieder raus. Okay. Dann gehen wir mal zum Hausboot. Ist da der Pirat? Ist da? Hallo! Hallo, Mon! Mein Name ist Raymond Stantz. Ich bin ein Ghostbuster und suche nach Miss Janine, die vom Geisterpiraten LeChuck entführt wurde. Ich bin sicher, dass er auf dem Geisterschiff ist, im geheimen Untergrund-Versteck auf Monkey Island. Gut, dass du über das geheime Versteck Bescheid weißt. Wirklich? Woher weißt du das? Wie kann ich da hin? Ich gehe da nicht zurück. Es ist viel zu gefährlich. Es ist vor einer Zeit passiert. Mein Navigator und ich wollten zu dieser legendären Insel. Navigator, wissen wir Bescheid.
Und als wir angekommen sind, wurden wir von Kannibalen gefangen genommen. Ich bin entkommen, aber mein Navigator war nicht so glücklich. Alles, was ich von ihm gefunden habe, war eine seiner Augen. Und ich habe es als Glücksbringer behalten. Das ist schade. Sorry, dass ich es erwähnt habe. Ja, mach dir keine Sorgen. Okay, bye, Mann. Komm wieder zurück. Irgendwie muss ich auf diese legendäre Insel kommen. Okay. Ah, warte mal, ich komme noch ein bisschen durcheinander mit der Steuerung. Also man kann sich nicht alles angucken. Da haben wir die Cabin Door. Kann ich ihn gefangen nehmen? Okay. Also es ist nicht für alles ein Dialog gemacht, aber das ist so ein bisschen natürlich die Erwartungshaltung, die da ist. Ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden. Ich benutze mal die Exo-Goggles. Cabin Door? Nein, ist nicht. Haben wir hier noch was außer Captain Dread? Also geht vielleicht im Moment nicht. Muss irgendwie auf die Insel. Die Tür geht hier nicht auf. Hat er ja gesagt. Okay. Gab es denn noch was hier, bevor wir nochmal in den Laden gehen? Gab es denn hier noch was? Also das Ray, Wilde Labuti. Der große Baum haben wir nicht besonders viel gefunden. Das Mansion ist abgeschlossen. Aber der Hund. Ah, das Cliff haben wir hier noch. Okay. Lass uns einfach mal checken, was hier alles ist. Okay, können wir die nehmen? Die Pflanze? Globus Berries. Okay, die machen große Flecken. Macht hier schön Beschreibung hier. Labalaba, aber ist ja auch ein Nerd. Okay, wir haben also Globus Berries. Was sind hier die Plants? Oh, das ist ja wirklich sehr gelb. Kann sie leider nicht greifen. Also wir haben Benutzen, wir haben Reden, wir haben das Item, um es zu verwenden, wir haben Gehen und Anschauen. Okay, lass mal gucken, ob wir in Sachen irgendwas benutzen können. Können wir sonst irgendwas, also die Pflanzen, wo ich ein bisschen irritiert bin, natürlich ist es, manche Sachen sind bestimmt nur Gags, die hier sind, aber manche Sachen sind dann auch, um das Rätsel entsprechend zu lösen. Und das kann ich natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Also wir haben diese Globus Berries. Wir haben den Big Tree hier. Und da werden wir wahrscheinlich wieder vom Hund aufgehalten. Wobei, oh, kann ich dem Hund die vielleicht geben? So, Hand. Nee, kann ich nicht. Der fängt wieder an zu bellen, soweit ich da bin. Okay, nice Doggy. Wieder das gleiche. Close to the public. Ja, ich glaube, das hier ist der Gag, ne? Close to the public. Und hier waren wir beim Big Tree in der Toilette gelandet. Wir haben den Laden noch und wir haben Captain Dread. Hier hoch können wir leider nicht. Die Toilette ist auch transdimensional schon mal weg. Also die Location ist, glaube ich, auserzählt hier. Wir hatten die gelbe Blume, die gelbe Pflanze, die wir noch beim Cliff gesehen haben. Wofür könntest du die Blaubeeren da benutzen? Oder die Beeren zumindest? Globus Berries. Kreditkarte konnten wir nichts kaufen. Warte mal, machen wir nochmal auf. Wir checken nochmal, ob hier noch ein bisschen mehr was da ist. Also. Kartenstück. Okay, geht auch nicht hin und probiert es, wenn es nicht funktioniert. Weglasern kann ich ihn nicht. Und die Batterie, habe ich hier irgend so ein Äquivalent von Batterien aus der Vergangenheit, die ich in meinen PKE-Meter reinpacken kann, um zu sehen, ob da Geister sind? Sprechen wir nochmal mit ihm. Lässt er nicht zu. Kann ich es nicht doch nochmal nehmen? Also ja, es ist der gleiche Visa-Dialog. Kommt wahrscheinlich das gleiche bei rum.
Come back later, ja. Vielleicht können wir doch irgendwie Captain Dread überzeugen. Deswegen, weil wir haben hier den Kostümshop, wo wir nicht... Oh, der Balkon wird hier noch angezeigt, okay. Aber ich kann nicht viel mit dem Balkon machen. Kann ich auch nicht anlasern hier, die Ecto-Goggles. Vielleicht können wir auch irgendwo hier entgeistern. Also wir haben hier den Pass, wir haben die Tür, die nicht aufgeht, den Balkon, der wird angezeigt. Und eben das Hausboot von Captain Dread. Nochmal mit dir reden. Ah, okay. Wir können also hier in Dialog eingehen. Ich muss hier das Schiff chartern. Hello, Mann. Nun denn, mein Name ist Captain Dread. Einziges Problem. Du siehst nicht aus wie jemand, der 30 Pieces of Eight hat. Ich bin blank. Okay, bye, Mann. Komm wieder. Kann ich ihm nicht die... Ja, wahrscheinlich das gilt hier nicht, ne? Okay, Captain Dread nimmt das nicht an. Globus Berries, Kabinentür. Ist hier sonst noch was außer der Kabinentür? Nein, ne? Kann ich die Kabinentür benutzen? Nope. Okay, Visa-Kreditkarte zählt nicht für viel. Wir sind hier direkt bei Cancel. Das ist der einzige, mit dem ich einen Dialog eingehen kann. Wofür können die Bären gut sein? Also, ich kann die ja nicht irgendjemandem geben. Die Booty Boutique, Mementos, Artifacts. Ich habe schon probiert, das mit der. Dass ich ihm die Bären gebe, ne? Aber dann macht er nichts. Antique Dealer. Also sie machen Flecken. Wo können wir Flecken gebrauchen? Und er sagt uns, warum das so ausschaut. Ja. Könnten wir Flecken für irgendwas hier gebrauchen? Oder ist das... Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie Flecken auf mich drauf tue oder so. Oder ich könnte versuchen, irgendwas zu fangen. Haben wir noch eine Location, die hier irgendwo rumsteht? Sonst muss ich mich gleich mal, sonst mache ich gleich mal hier Pause und klicke mich einfach mal random durch und hoffe aufs Beste. Weil der Groschen, dass direkt am Anfang schon der Groschen nicht fällt, was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Gehen wir nochmal zum Cliff. So sollte es ja nicht sein. Da hatten wir also die Pflanzen, die wir schon genommen haben. Zu denen kommt er nicht rüber. Anschießen kann ich die nicht. Okay. Ja, ich kann mit der Brille drauf schauen. Okay. Eine Art von gelber Blume. Sleeping Pool. Ah, ja, ein Hund, natürlich. Und der Slimer. Wo kommt Slimer auf einmal her? Hey, Slimer. Hey, Slimer, könnte ich diese Blumen haben? Bitte, bitte, bitte. Okay, Slimer, dann müssen wir wohl überzeugendere Argumente liefern. Dann nicht. Warte mal. Okay, ich kann also die Beeren auch nicht auf Slimer benutzen. Das ist es auch nicht. Ich muss irgendwie die Beeren mit, oder zumindest, ich brauche die hier, damit der Hund zum Einschlafen kommt. Oh, kann ich Slimer meine Kreditkarte vielleicht geben? Nein. Okay, lässt sich nicht überzeugen. Ich kann... Oh, okay. Kann ich bitte diese Blumen haben, also weiter mit ihm quatschen? Nein. Komm, ich kenne den Gag. Pretty, 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 pretties. Komm, Slimer, darf ich vielleicht? Hey, Slimer, gib mir die Blumen. Slimer, könnte ich sie bitte haben? Okay, dann ist es nicht der Gag.
Okay, wie kann ich den Slimer dazu bringen, mir die Blumen zu geben? Weil ich kann auch von hier aus nichts verwenden. Andere Items hatte ich bisher auch noch nicht. Guck mal, die Blumen sind hier auch jetzt weg. Ich kann sie nicht nochmal anklicken, also ich muss das über Slimer irgendwie lösen. Mit den Ecto-Goggles hatte ich das ja schon mal verwendet. Ist hier sonst noch was? Ach, das ist der Weg. Ich dachte, hier ist eine Liane oder irgendwie so, die ich nicht gesehen habe. Was passiert, wenn ich weggehe? Vor allem, Slimer ist also auch nicht hier mit durchgekommen. Slimer könnte ich mit einer Wurst überzeugen vielleicht? Muss ja daran zurückdenken, was wir für Items hatten. Die wir verwendet haben. Weil die Beeren, vielleicht ist hier beim Hund noch irgendwas vorher gewesen. Also hier ist der Hund, hier ist der Weg, der andere. Hier ist auch nur Path, ne? Da unten. Im Häusli ist nichts. Und Hund muss ich irgendwie zum Schlafen bringen. Ich habe das Gefühl, wir sind kurz davor, den Anfang des Spiels weitermachen zu können. Also es ist eine wilde Labuti. Big Tree hatten wir eigentlich... War da noch was? Nein, Big Tree, ne? Ja, das Hausboot... Oh, da ist eine Box! Okay, wieso habe ich die denn nicht gesehen? Da ist Fisch drin. Ich nehme zwei. Okay. Das gibt uns ja gleich neue Möglichkeiten mit zwei Fischen. Dann kriegt Slimer einen Fisch jetzt. Er schleimte mich voll. Slimer, ich bin mir sicher, dass du einen Fisch... magst. Hey Slimer, willst du diesen Fisch? Gib mir die Blumen. Oh, guck mal, die Augen. Blume gegen Fisch. So, das ist doch super. Dann kann ich nämlich die Blumen mit dem anderen Fisch kombinieren. Und Fisch mit entsprechend Aufstrich hier oder Condiment, das ist so. Was will man im Deutschen sagen? Ketchup, Senf, das sind hier Condiments, ne? Auf Englisch. Beilagen sind das nicht, ne? Wie würdest du das nennen? Gewürz hört sich auch ein bisschen komisch an für Ketchup oder Senf. Fisch zum Doggo. Njam, 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 njam. Der Doc ist nicht tot, er schläft nur. Ja, das hatten wir ja schon mal. Jetzt können wir doch zu... Ah, oh, wir können ins Haus. Okay, warte mal, bevor wir vorne reingehen. Wir gucken mal hinten, ob wir in die Küche kommen. Also, was haben wir hier? Das Side of the House, weil hier haben wir den Koch verfolgt. Oder der Koch hat uns verfolgt. Scheint abgeschlossen zu sein. Müssen wir gleich gucken, ob wir dann später hier durchkommen. Mülltonne können wir nichts aufmachen. Ja, wieder nach vorne. Ist Elaine denn... Nee, Elaine ist ja eigentlich... Also sie ist ja hier noch nicht quasi die Gouverneurin von Booty Island, wenn wir zu Monkey Island 1 Zeiten sind, weil da ist sie ja noch auf Mealy Island, ne? Ist ja noch alles relativ leer. Da haben wir die Karte, die Guybrush später auch nimmt. Das nächste Stück der Karte. Eine Karte? Scheint nur ein Teil einer Karte zu sein. Okay, jetzt haben wir schon das Raumzeitkontinuum gestört. Gut, also wir konnten die Karte nehmen. Können wir, glaube ich, auch hoch. Also interessant, eine Kombi. Eben wirklich aus Monkey Island 1 und 2 Elementen bisher. Ich glaube nicht, dass von den anderen was drin ist, weil die sind ja stilistisch schon sehr weit auseinander. Und guck mal, auch keiner ist hier. Oh, eine Jacke. Können wir auch nehmen. Nein, ich brauche sie nicht. Dann kannst du sie aber mal angucken. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ja, das ist hier hinten für die Tür, ne? Bestimmt. So, haben wir sonst noch was hier? Das ist auch einfach nicht abgeschlossen, ist hier oben.
Also dann gehen wir mal runter. Die Box hatte ich nicht gefunden. Dann den Schlüssel kann ich mir noch vorstellen, dafür hinten oder für den Kostümshop. Kann für beides sein. Das sind die beiden verschlossenen Türen, die wir haben. Aber es ist logischer, dass es hier ist eigentlich. Okay, wir sind in der Küche. Gucken, was wir hier machen können. Nichts bisher, okay. Also, lass mal gut absuchen hier. Hallo? Ah, das ist ein Leiter, okay. Wir haben die Leiter genommen. Okay. Eine Leiter. Aber, oh, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Der Balkon vom Kostümshop. Ich weiß. Der Balkon vom Kostümshop. Das kann so sein. Das Gefühl, wenn man sich ein bisschen klüger fühlt, dann wieder. Und nicht ganz so doof ist. Das muss es sein. So, da können wir nämlich oben rein. So, benutzen wir die Leiter. Guck mal, Kletteranimation auch gebaut. Das muss ja alles bei dem Fangehen selbst gemacht werden, ne? Und wir sind. Okay, wir haben die Tür vorne aufgemacht, dass wir so raus können. Ist auch keiner da im Moment, ne? Ist ja auch alles abgeschlossen. Irgendein Kostüm hier kann ich mir, glaube ich, nicht holen. Sam Max. Kann ich euch greifen? Weiß nicht, ob ich sie benutzen kann, aber Sam Max, da sind sie als Gag hier mit dabei. Ist ja der früheste. Bei Monkey Island 1 war, glaube ich, der früheste Auftritt von Sam Max in einem LucasArts Game, wenn ich mich nicht irre, weil Steve Purcell, der Macher von Sam Max, ist ja auch der Artist gewesen. Glaube, der müsste ja auch zum Beispiel das Monkey Island 1 Cover gezeichnet haben, ne? Und da waren schon Sam Max als Charaktere mit drin. So, wo übersehe ich denn hier was? Schon wieder was an der Tür. Okay, hier muss aber irgendwas drin sein, ne? Oder ich muss irgendwas hier machen können. Also gibt es ja auch gar keinen Interaktionspunkt. Ich sehe hier zumindest nichts. Wenn ich rausgehe, was passiert? Also kann ich wieder da rein, nachdem wir von oben vom Balkon. Ich weiß gar nicht, wo dieser Balkon denn sein soll. Also nochmal checken, bevor wir zu den anderen Leuten gehen. Das kluge Gefühl ist dann sofort wieder weg, sobald man nicht den richtigen Anhaltspunkt hat. Da sind nur Sam und Max. Greifen wir nicht. Oh, warte mal, kann ich vielleicht das Map-Stück tauschen? Wir haben jetzt auch das Map-Piece. Da müssen wir vielleicht später erst rein dann. Kann ich sagen, ich tausche das eine Map-Piece gegen das andere. Ah, ich kann es verkaufen bestimmt, ne? Nee, kann ich nicht. Verkaufen hätte ich gedacht. Okay, also ich schätze, es wird wieder nicht klappen. Schlüssel will er nicht. Dann reden wir noch mal mit Kapitän Dredd. Mit ihm reden kann ich leider nicht. Was anderes war hier nicht, ne? Map Piece und er. Da ist vielleicht noch was anderes, was wir im Kostümshop machen müssen. Nichts für Captain Dredd. Nichts für ihn. Cancel.
Wir sind mit der Leiter hier jetzt reingekommen. Das kann ja nicht sein, dass... Oh, warte mal, war hier noch was? Ne, Hausboot. Tür. Balkon ist jetzt weg. Die Leiter brauchen wir auch nicht mehr. Aber ich mir hätte denken können, vielleicht am Baum, da wo die Toilette gewesen ist, ne? Die Box ist auch ausgelöst. Kann ich mit Sam und Max vielleicht sprechen? Das sind jetzt die einzigen Interaktionspunkte, die ich hier sehe. Es kann nur ein Gag hier hinten sein, aber... Ich hab's ja angeguckt. Ich hab... I found it in the pockets of the costume. Ah! Okay. Er hat eine Diskette gefunden. Das originale Spiel von Sam and Max Hit the Road. Alright. Ah, ich musste mir nur angucken. Nehmen war nicht angucken, war das Richtige. Was kann ich denn jetzt mit der Diskette anstellen? Hä? Das originale Spiel von Sam and Max Hit the Road. 30 Pieces of Fate, okay? Du bist ein kluger Mann. Und du kriegst sogar einen Federkiel. Ein freies Geschenk. Dankeschön. Ah, okay. Also Federkiel und 30 Pieces of Fate. Da haben wir also doch das Rätsel gelöst. Okay, da war es doch nur das Kostüm. Ich denke zu sehr um die Ecke wahrscheinlich, ne? Für so ein Fangame sollte man vielleicht nicht zu sehr um die Ecke denken. Du musst ja auch, also natürlich musst du Eventualitäten drin haben, aber wenn die Sachen nicht funktionieren, dann sind sie hier einfach nicht programmiert worden. So, bitte sehr. Also, quatschen wir. Oh, it's me again. Hello, Mann. Ich habe 30 Pieces of Eight. Nun denn? Du hast mein Schiff gechartert. Großartig. Wo willst du hin? Keine Ahnung, was sind meine Möglichkeiten? Ich kenne nur drei Inseln. Und was sind sie? Also, wir sind hier vom Booty Island. Hier haben wir wirklich Party all the time, die ganze Zeit. Party all the time. Dann haben wir Scab Island, wo die einzige Insel, wo Piraten sein können. Wahrscheinlich Melee, oder? Ne, Fat Island, okay, der macht also wirklich nur die Monkey Island 2 Inseln. Eine faschistische Diktatur, ja, von Governor Fat. Ja, nimm mal diese Referenzkarte, Courtesy of Dread Tours, und du kannst mir zeigen, wo du hin willst. Währenddessen, okay. Viel Erfolg beim Rest deiner Abenteuer, Janine. Die hat sich schon in ihren Finger gewinkelt, die Geister hier. Also Janine ist auf... try not to sleep. Das ist die, das Gefängnis aus Loom, ne? Lass mich aus diesem Gefängnis raus. Also haben die auch von anderen LucasArts-Spielen Locations genommen. Hilfe, Hilfe. Das ist das Ding aus Loom. Ich habe ja auch gerade Loom durchgespielt. Und da bin ich auf der Insel mit dem Papageienfutter. Nun, dann lass mich mal hier kurz gucken. Also wir haben Scab, wir haben Fat, wir haben tatsächlich alle drei Inseln, ne? Also das auf Scab. Guck mal da, guck mal da. So, können wir die... Ups. Wir haben das Schild kaputt gemacht, genau wie Guybrush. Wir haben die Shovel. Mal sehen, wie wir hier treffen können. Da haben wir den Schreiner, der nicht da ist, aber wir vielleicht Hammer und Nagel mitnehmen. Schild. Ah, ich bin gerade auf Hausbesuch. Bitte kommen Sie später wieder. Gut, da können wir ja in Ruhe die Sachen schon mal klauen. Ich meine, leihen. Requirieren. Ist Wally hier? Hallo Wally. Wally ist auch nicht da. Ich bin beschäftigt. Komm bitte später wieder. So, haben wir sonst was hier? Pile of Paper. Ein Stück Papier nehmen wir uns. Und können dann raus. Wir gucken mal unten in der Bar. Ob da denn jemand ist. Und können wir hier in die Küche rein? Das ist auch eine Frage. Achso, ah, er sagt... Ach, da ist ein Schild, habe ich gar nicht gesehen. Gerade geschlossen, aber wir können bestimmt durchs Fenster rein. Jawohl, Kletteranimation.
Also die Vichyssoise haben wir genommen, sogar diesmal. Messer können wir, glaube ich, nicht. Die Tür ist zu, aber die Vichyssoise haben wir. Sehr viele Items, die dazu gekommen sind. Holy shit. Macht's bestimmt alles wieder ein bisschen komplizierter. Also dann können wir ins Hotel rein, wo Lago La Grande ist. Die Sau. Da ist er! Du da! Get me a eat. Gib mir was zu essen. Wirklich? Ja, ja, mach ich. Mach ich gleich. Give me a eat. Sagt man das? Du da! Wo denkst du denn, dass du gerade hingehst, du hübsch ausgekleideter Mann? Ups. Du bist nicht von hier, oder? Soll das eine Bestechungssituation sein? Nein. Mehr wie Erpressung. Hier, erlaube mir, es dir zu zeigen. Ah, du bist zu schwer für mich. Viel zu schwer. Warum ist die Polizei nie da, wenn man sie braucht? Ich bin das einzige Gesetz auf dieser Insel. Vielleicht werde ich dich nicht jetzt töten. Das ist deine glückliche Nacht. Ich kann ihm die Vichyssoise geben. Erinnere dich dran, wo auch immer du hingehst, an See oder Land, du kannst dich nicht verstecken vor Lago La Grande. La Grande. Auf See oder Land, du kannst dich nicht verstecken vor Lago La Grande. Lago, Lago, was für ein ungewöhnlicher Name. Mir fällt gerade auf Lago, natürlich Large, und ist der Kleinste da. Ach, wieso ist mir das Wortspiel nie aufgefallen, ey. Schon auch blöd. Hier haben wir die Ratte eigentlich. Können wir dann in sein Zimmer? Okay, wir können seinen Desk aufmachen. Oder wir können da reingucken vielleicht. Kann ich das... Kann ich den zunageln? Nein. Solange wir hier sind, lass das mal probieren. Die Diskette von Sam & Max haben wir verkauft, ey. Federkiel, die Berries. Es kommt ja einiges dazu. Aber ich kann nichts machen mit dem Desk. Ist auch das Einzige, was ich hier... Ah, warte mal. Die Tür konnten wir ja im Original zumachen. Geht hier leider nicht. Ja, müssen wir uns merken, dass hier der Desk ist, den wir aber nicht irgendwie verwenden können. Ansonsten sehe ich hier nichts. Dann gucken wir mal bei den Piraten und dem Reinigungsservice. Wir haben ja noch einige Locations hier auf der Insel. Auf Scap. Ach, guck mal. Die sind nicht da. Okay, ja, es ist auch vergleichsweise früh. Das haben wir eben hier, ne? Haben die Vichyssoise. Merken, der Desk ist da. Also, wir waren in Woodtick gerade. Der Sumpf ist nicht einwählbar, aber wir haben den Friedhof und Captain Dredd Ship hier unten. Woodtick. Der Strand, wo Guybrush und die anderen waren oder noch nicht sein können. Und ein Stück Holz. Nein, nicht für mich. Und der Imbiss hier hinten. Sind die Piraten hier? Nein. Was sagt das Schild? Steaming Weenies, 20 Foot. Da, guck mal, da seht ihr das vielleicht, ne? Da ist so ein... Das ist nur ein Pixel. Just ein Pixel. Aber diese Tür scheint zu sein. Vielleicht können wir den Generalschlüssel hier verwenden. Nein, ne? Passt natürlich nicht. Mal kurz probieren, ob ich... Ja, der Schlüssel müsste eigentlich auf dem Friedhof sein, ne? So war es doch beim letzten Mal, dass wir über den Friedhof erst hier reinkommen sind. Was bin ich froh, dass ich Monkey Island 2 gerade durchgespielt habe und 1. Das macht es mir ein bisschen leichter. Dann gehen wir zum Cemetery. Cemetery.
Die wissen schon aus. So. Machen wir hier in die Krypta. Oh, ich muss kurz mal meine Brille schneide ich gerade. Vielleicht muss ich. Ich habe hier Kopfhörer gerade auf und die schneiden sich irgendwie in mein Ohr rein. Quarantäne-Krypta. Das grüne Zungenfieber. Kann man sich hier holen. Wir müssen hier irgendwo graben, 100 Pro. Ist zu mit einem großen Schloss. Können wir so nicht aufbrechen. Nein. So, sonst ist also, ich will jetzt hier noch nicht alles durchprobieren. Da ist noch eine Krypta. Achso, es ist die gleiche Krypta, nicht die hier hinten, sondern es ist die hier gemeint. Ich will jetzt noch nicht viel durchprobieren, weil wir haben ja noch eine weitere Insel, die wir uns angucken können. Hier was übersehen. Tomb Path. Crypt und Tomb. Gut, wir fahren nochmal zur anderen Insel. Schade, dass hier nicht die Voodoo Lady da ist. Aber die ist ja, die ist ja auch noch nicht da. Die ist ja noch auf Meaty Island. Wer bist du denn? Hallo? Hallo, Mon. Ach, Captain Dredd, habe ich noch nie als Pixel-Figur gesehen. Ich kann nicht segeln. Warum? Lago hat ein Embargo auf der Insel. Der gemeine Kerl, Lago hat ein Embargo hier auf der Insel. Keine Schiffe können ohne seine Zustimmung weg. Oh, fuck. Ja, gut, dann... Das ist ja nicht nice. Dann sind wir hier gecatcht im Moment. Cemetery, Woodstick und Le Beach. Gucken wir beim Cemetery nochmal nach. Ah, warte mal. Wir haben doch unsere Brille. Also ich meine, ein Friedhof. Was für ein Ghostbuster ja eigentlich... So. Nehmen wir erstmal die Goggles. Machen hier nichts. PKE-Meter ist leider kaputt. Und rein in den Tomb will er nicht oder in die Krypta? Sealed Shut. Ja, das rostige Schloss. Kann ich das, kann ich das Schloss vielleicht auflasern hier? No. Oder vielleicht mit dem Federkiel aufsperren? Nein. Also er sagt, das ist ein rostiges Schloss. It's locked, rusted, locked shut. Die anderen Sachen hatte ich probiert, ne? Das Papier bringt wahrscheinlich nichts. Die Vichyssoise ergibt auch nicht besonders viel Sinn. Mit Kreditkarte kommt man, denke ich, auch nicht weiter. Also, wir haben noch... Damit wollen wir eher was zunageln, ne? Anstatt aufnageln. Und der Schlüssel war eh für die andere Insel. Aber es muss ja einen Grund haben, warum wir den noch hier haben. Einen Grund geben. Nochmal anschauen, kann ich mir die meisten Sachen hier nicht. Gut, dass es eine kalte Suppe ist, ja. Haben wir nochmal Glück gehabt. Also Stream allowing to help, ja, das ist für die Geisterspieler wichtig. Specific Entity. Und PKE-Meter ist kaputt.
hier auf dem Friedhof nichts machen kann. Kann ich vielleicht mit den Geistern reden? Gut, ja, ich hätte gedacht, dass wir hier wieder aus der Krypta vielleicht den Schlüssel kriegen, um in der Beach das Häuschen aufzumachen. Ich habe Woodtick noch was. Ja, sehen, wir haben Hammer und Nagel, wie schießt du aus? Wir haben Lago kurz getroffen. Wir haben die Schaufel. Wir können hier in die Bar nicht rein, aber wir können in die Küche. Und hier oben. Oder habe ich nur nicht richtig geklickt? Nein, hier oben ist nichts, ne? Kein Reiniger, kein gar nichts. Hier unten was? Nein. Stairway nach oben, hier ist die Tür. Desk Door sind die einzigen Möglichkeiten, die ich habe. Ich meine, Desk haben wir ja durchprobiert mit den Sachen. Was würde Sinn ergeben mit dem Federkiel? Der kann es ja auch nicht sein. Da muss ich gleich hier wieder Trial and Error machen, aber ich würde hoffentlich wieder auf die richtige Idee kommen. Kann ja so nicht sein. Es bringt euch auch nichts mehr zuzuschauen, wie ich planlos rumklicke. Kalte Suppe. Also ich kann mir vorstellen, Lago die kalte Suppe geben zu wollen. Bleibe ich was in der Küche übersehen? Also hier, ich kann echt nichts machen. Hier das Ding nicht öffnen, ich kann nicht damit sprechen. Nicht angucken. Du brauchst eben diese eine spezifische Lösung. Ich sammle die Items ein und dann kann ich gucken, was du wie wo mit kombinierst. Die Lösung muss offensichtlich sein. Mach es nicht zu schwer für mich, bitte. Ich bin nicht klug. Einem nicht schlauen Menschen willst du doch nicht so vor Schienbein treten. Also wir checken noch einmal die Locations und wenn mir dann die Lösung nicht kommt, dann mache ich Trial and Error und melde mich dann zurück. So, das Messer können wir nicht nehmen. Da war die Vichyssoise. Tür geht nicht auf. Da ist nichts. Wir haben nur Window. Pixel Hunting. Nee, ne? Keiner der Gegenstände, der hier nochmal irgendeine Response auslöst. Die Vichyssoise aufs Grab schütten. Oh, oder Moment. Ne, die Feuerstelle konnten wir auch nicht auswählen. Ne? Vielleicht können wir die Vichyssoise da kochen. Hier im Wasser ist was. Nein, 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 nein. Weil das ist ja die Feuerstelle eigentlich, wo sie die Marshmallows und was auch immer die Würstchen da gebraten haben, aber. Dieser andersfarbige Pixel. Kann ich vielleicht das Schild hier auch nehmen? Hier die Feuerstelle macht auch nichts. Dieser Pixel irritiert mich. Dieser Fehlpixel. Als ob du mir was sagen möchtest. Spiel. Door appears to be locked. Ja, wir haben hier, glaube ich, auch mit der Schaufel probiert, die aufzuhebeln. Nur Schild und die verschlossene Tür. Hier. Gut, dann gucken wir doch mal, ob wir nicht noch eine Location übersehen haben. Und dann bin ich bei Trial and Error angekommen. Also, Woodtick. Beach. Hier am Sumpf ist nichts. Hier war Captain Dredd's Schiff.
Und der Cemetery. Weg können wir nicht, weil Lago sein Embargo abgegeben hat. Und bei Captain Dread war auch kein Item zum Mitnehmen, ne? Ah, verdammt. Was könnte es sein? Was könnte es sein? War hier auch ein Schild? Nein, Path. Das ist nur Captain Dread. Kann ich dir denn was... Ich glaube, ihm kann ich nichts geben, ne? Kann ich was hier kombinieren vielleicht? Moment. Okay, also ich dachte, die Berries vielleicht so in die Suppe. Der Federkiel muss ja auch für was gut sein. Habe ich jetzt weniger Items? Wo sind die Bären hin? Was ist denn jetzt gerade passiert? Ich hab die mit irgendwas benutzt, ne? Oh, warum ist das kein Bug? Moment, die Bären, klar, habe ich mit dem Federkiel benutzt. Und jetzt sind sie... Jetzt kann ich was schreiben, wenn ich wollte. Auf das Papier schätze ich mal, aber ich weiß nicht, was ich schreiben sollte. Die Bären sind auf dem Federkiel, das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Also, Embargo hier. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier irgendwann mal mit dem hier benutzen müssen, aber ich weiß noch nicht für was. Gut, lass uns sagen, ich mache hier eine Pause und dann, also Pause in Anführungsstrichen, weil ich werde mich jetzt erstmal hier durchklicken und ich melde mich wieder, wenn ich einen Anhaltspunkt habe, was als nächstes abgeht. Bis gleich. Okay, Leute, what the fuck, da bin ich wieder. Ey, es ist manchmal blöd. Ich dachte, ich hätte es ausprobiert. Ich bin nochmal rumgegangen und habe einfach gemacht. Extra ein Save nochmal erstellt, den ich jetzt nochmal geladen habe, nachdem dieses Ding funktionierte. Ich hoffe, dass das jetzt der richtige Weg ist. Fucking hell. Das Neutrino Wand. Aber nicht an der richtigen Tür benutzt, sondern hier hätte man es machen müssen. What the hell? Naja gut, Trial and Error, ne? Ich muss einfach konsequent mich daran gewöhnen, einfach mal alle Sachen zu benutzen. Ich hoffe mal, dass ich nicht jetzt dann direkt jetzt wieder hänge. So. Jetzt schon keine Ahnung, was ist. Nein, das können wir mit dem Hammer vielleicht aufmachen. Ne, geht auf. Da ist nichts außer kontaminierter Schleim. Ich will das nicht mit meinen Händen anfassen. Kontaminierter Schleim. Mal gucken, was wir damit verwenden. Konsequent alles mal durchprobieren. Ich dachte, man kann mit ihm vielleicht mal reden oder so, aber... Das Wand geht ja nicht. Kreditkarte ergibt wenig Sinn, aber warum nicht? Coffin Key. Damit nicht. Ich dachte erst, wir müssen es vielleicht zunageln, aber müssen sie ja aufmachen. Ah, guck mal, ob ich hier ein Stück mehr davon nehmen kann. Ja, ein bisschen Schleimi drauf. In die Vichyssoise. Oh, lecker, lecker. Kontaminierte Vichyssoise. Warte, bevor wir rausgehen. Ich bin jetzt mir schon ausgegangen. Gehst du nochmal rein oder willst du nicht? Doch. Jetzt haben wir der Vichyssoise vielleicht... Ah, warte mal. Jetzt können wir die Vichyssoise, die jetzt lecker gemacht wurde, auf Lagos Tisch abstellen.
damit er dann, weil er wollte ja was zu schnappen haben. Ein bisschen Kick vielleicht noch. Das soll es sein. Ein bisschen, wie schießt du aus? Mittle Kick? So. Bin mir eigentlich recht sicher, dass das sein muss. Aber ich war mir bei anderen Sachen schon sicher. Kannst ja sonst nichts mit dem Desk anstellen. So. Jawohl. Oh, scheint so, als ob er kommt. Verstecke ich mich hinter der Partition? Ja. Wie Guybrush. Also, was passiert, mein Freund? Wie schießt du aus? Ja, sieht gut genug aus, um es zu essen. Wird er dann zum Geist vielleicht? Oh Gott, er haut sich die alle rein. Oh, I don't feel so good, Mr. Stark. Blah! Verdammt. Ich muss einen Doktor finden. Heißt es also, dass das Embargo aufgehoben ist? Naja. Der bewegt... Lauf nur weg, Lago. Lauf nur weg. Er muss einen Doktor finden. Könnte das Embargo jetzt aufgehoben sein? Das ist die Frage, weil wo findet er einen Doktor? Auf der Insel hier wahrscheinlich nicht. Bestimmt, wenn ich zu Captain Dread jetzt gehe, sagt er... Hey, Embargo ist aufgehoben. Und ich kann die Items dann benutzen, um... auf Fat Island was zu machen. Oh, der ist auf der Beach. Hallo, hello man. You're in luck. Ah, Lago ist weg. Wir können jetzt wieder segeln. Jawohl. Dann lass uns mal zu Fat. Sehr gut. Oh Gott, die Bücherei. Lass uns mal gucken, wo wir hin können. Hinten zum Glücksrad. In die Alley. Oh, das ist ein Glückstag, mein Freund. Ja. Ich glaube, es ist genug für mich hier. Okay, Ralphie. Ich sehe dich morgen. Vergiss nicht, zum Boss zu reporten, dass wir heute gut verdient haben. Hey, laber mal nicht so rum. Nicht so laut, Fred. Willst du, dass alle Leute darüber Bescheid wissen? Über unser abgekatertes Spiel? Ah, ich habe die Angst, dass das Faker sind. Mit Fred sprechen. Hallo, wie geht's dir? Könntest du mir sagen, wie dieses Spiel funktioniert? Nein, wir haben kein Geld und keine Preise und wir machen bald zu. Danke, dass ihr alle gespielt habt. Ah, schade. Ich würde gerne eine Wette abschließen. Hey, was ist das hinter dir? Wo? What the hell? Hey! Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Er muss einfach hier weggelaufen sein. Er konnte mit irgendeiner Apparatur den Boden öffnen. Alright. So, wahrscheinlich alles nur zum Gag hier. Und da, guck, gar nicht dran gedacht, dass wir hier hinten hingehen können. Deshalb guckt der Fuß rüber. Also kein, das ist kein Hintergrundobjekt oder Vordergrundobjekt hier. Okay, das war dann wohl mehr Gag, schätze ich mal, aber ich merke es mir trotzdem. Aber Ralphie ist hier. Mit dir spreche ich, Ralphie. Ja, okay, verzieh dich. Verzieh dich, okay. Können wir die Bücherei öffnen? Nein. Da ist der Pass, hier war der Fischer. Wir gucken erstmal, bevor wir zum Pass gehen, ob wir... ins Gefängnis kommen. Ah, und da haben wir das Plakat, das Suchplakat. Da ist nichts draufgeschrieben. Noch nichts. Aber wir wissen noch nicht, was wir schreiben sollen, ne? Na, geh mal hin. Zum Knast. Mal sehen, wer drin ist. Gar, könnte das Janine sein? Ich glaube nicht, dass das die Zeit oder der Ort ist. Okay. Vielleicht ist das der Janine-Knast hier auch. Wobei, ich glaube, das soll den Loom-Knast, den wir gesehen haben, soll den Knast bei LeChucks Boot darstellen. Wobei, da wir auch ja so eine Kabine eigentlich hatten, ne? Geil, wir haben hier Gouverneur Fats Mansion. Wir können rüber zum Cottage. Der Wasserfall, womit wir durchkommen. Let's check it out. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon dahin sollten, okay? Interessant. Interesting.
Also Wasserfall ist schon offen hier. Sonst müssen wir das ja aufschließen. Hier kommen wir durch zur anderen Insel. Ray schon mal durchlatschen kann. Da sind wir. Warte mal, bevor wir raufgehen, da Gaping Hole. Hier rutschen wir durch normalerweise. Wir haben zwei Paths, aber wir gehen erstmal hier hoch, so. Also an der Statue hier würden wir normalerweise das Fernrohr hin tun. Und hier ist normalerweise das Grog wegtrinken. Die Geheimtür. Oh, noch ein Map Piece. Können wir einfach so nehmen? Okay. Skeleton im Bathtub. Können wir mit dir vielleicht reden irgendwie? Mal gucken, bevor wir hier nochmal durchrutschen. Also die Devices. Können wir dich vielleicht doch nochmal nehmen? Nein. Hier müssen wir ja eigentlich die ganzen Rätsel erst lösen bei Monkey Island 2. Also Cottage, Waterfall Cottage waren wir ja. Jetzt sind wir hier auf der... Wenn ich hier auf Warp klicke, geht er automatisch durch? Na, ich muss das schon über die Cottage hier machen. Hier ist sonst nichts, ne? Wir haben drei Map Pieces. Vier müssten es doch im besten Fall sein. Also, wir können rauf zum Haus, Gaping Hole. Ich hoffe, dass wir nichts übersehen haben. Hier durch die Gänge ist auch nichts. Nicht, dass hier nochmal irgendwas auf dem Boden liegt oder irgendwelche Pixel, die wir übersehen haben. Nein, sehr wieder beim Wasserfall. Was ist... Oh ne, nicht wieder rein. Ich wollte eigentlich oben. Also oben wäre eigentlich der Wasserhahn, glaube ich, gewesen, ne, den man zumacht. Ja, okay, man muss schon ein bisschen spezifischer klicken. Also hier sagt er not time or place, ne? Ja, also irgendwas muss ich also noch machen. So, kann ich die Map Pieces miteinander kombinieren. Aber mir fehlt ja noch ein Map Piece, das ja noch beim Händler ist. Nee, warte mal, hab ich nicht drei gehabt? Wieso habe ich zwei? Doch, ich habe zwei, ne? Aber nicht drei. Vielleicht gibt es ja noch was, was ich verkaufen kann an den Händler. Kann ich dir hier vielleicht was geben? Reden will er ja nicht mit mir. Beat it. Andere Türen gehen nicht auf. In der Alley war nichts mehr. Hier ist auch nicht der Fischer. Lass das alles mal ausprobieren einfach. Wir müssen bestimmt was hier drauf schreiben. Ich weiß nur nicht was. Ein Foto von ihm machen. Okay. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Okay, ja, da ist eine Polaroid ja dran.
Na? Und jetzt so ein Foto von ihm ist, kann ich das vielleicht... Nee, kann ich nicht. Ich dachte, mit dem Poster hier kombinieren, dass er gefangen genommen wird. Ins Jail will er nicht, aber ich wollte eigentlich auch hier aufs Poster. Oh, vielleicht kann ich das als Gemälde verkaufen für 700 Pieces of Eight. Ich versuche es erstmal ihm zu geben. Bestimmt habe ich wieder irgendwas noch nicht gemacht. Also Booty, Scap und Fat. Ja, greifen. Gucken wir mal, ob wir noch was verkaufen können. Ich würde gerne das Map Piece haben. Nein. Nein. Feder Kiel. Nein. 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 Nie so direkt, was mit was hier funktioniert. Dass ich nicht in den Knast kann. Komm später wieder. Jetzt können wir frei überall hin. Ich habe das Foto. Ich habe das Foto. Beat it, sagt er wieder, ne? Kann ich was draufschreiben aufs Foto? Wanted, Ralphie. Ah, okay. Ja, ja, wir haben hier sein Verbrechen beobachtet. Okay, ich musste also aufs Foto draufschreiben und jetzt kann ich den Steckbrief draus machen. Okay, die Reihenfolge ist important. Ja, jawohl. I find a way to attack it. Attach it wahrscheinlich, oder? Muss es irgendwie festmachen. Achso, ah, okay, okay, ja, ich weiß Bescheid. Moment. Way to attach it. Ah, ich muss das schneller machen. Schon, ich weiß, dass er sofort verhaftet wird. Nur ein bisschen warten. Ja, wo ist der Typ mit dem Hut? Hey, das bin ja ich. Da ist der Hutmann. Entschuldigen Sie, Sir. Sind Sie nicht hier, Ralphie? Ich muss mich gerade beeilen. Ich bin hier mit dem lokalen Wachdienst, Constable, bin ich verhaftet? Natürlich, Sir, sind Sie verhaftet. Können Sie sehen, dass ich unschuldig bin? Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Ah, kommen Sie bitte mit. Ich wurde reingelegt. Ich bin kein Spieler. Aber ich habe mich gesehen. Ich habe nichts nicht getan. Das hat funktioniert. So. Das heißt, wo er stand, kann ich da jetzt durch? Nein, ich muss ihn vielleicht dann im Knast besuchen. Weil es ist jetzt kein neuer Weg, der dazu gekommen ist. Aber er ist eingeknastet. Kann ich jetzt zu ihm hin? Jawohl. Und, ah, seine Gegenstände sind jetzt hier im Manila Envelope. Klaust du meine Sachen? Sorry. Oh.
Darf ich die nicht einfach klauen? Ich meine, er ist im Knast schließlich. Okay, jetzt guckt er gerade nicht. Da ist nur eine Fernbedienung drin. Ich lasse den Umschlag hier und behalte die Fernbedienung. Okay, also ich habe jetzt eine Fernbedienung. Warte mal. Klar. Fernbedienung öffnen und Batterien. In dem PKE-Meter. Oder? Nein. Geht anscheinend nicht. Ich glaube, das ist alles, was ich hier machen kann. Die Fernbedienung habe ich jetzt. Kann ich vielleicht jetzt zum Gouverneurshaus? This is not the time or place. Also lässt mich da noch nicht hin. Was können wir mit der Fernbedienung anstellen? Kann ich die verchecken? Ich brauche eigentlich die Batterien. Für das PKE-Meter. Ob der Händler bei der die Fernbedienung nimmt. Nein. Ich bin mir so sicher, dass es für den PKE-Meter die Fernbedienung ist. Was könntest du sonst vorbeifliegen, weil du nicht gefunden, was wir machen sollten damit? Lass mich euch alle weglasern hier, nein. Komm, lass uns wieder raus. So, was haben wir? Also wir haben... Haben wir noch verschlossene Türen, wo wir nicht durch können, wo wir mit der Fernbedienung vielleicht was aufmachen können, aber es gibt ja nicht so viel Sinn, dass wir zum Beispiel auf Scab Island in den Donut Shop, da in den Hotdog Shop. Dann haben wir hier noch die Beach. Eine Fernbedienung. Denken noch mal drauf rum, will ich jetzt nicht schon wieder Trial and Error machen. Ich könnte es, aber die Struktur ist unsafe, okay. Das würde also nicht aufspringen, nachdem wir das einmal gemacht haben. Fernbedienung ist es nicht. Also Hammer und Nagel haben wir auch schon benutzt. Eigentlich, warum die auch immer aber wieder hier sind, sagen sie vielleicht, dass wir das hier nochmal benutzen müssen. Vielleicht müssen wir das andersrum machen. PKE-Meter auf die Fernbedienung. Nope. Wir haben noch den Federkiel, ne, mit der Tinte. Appears to be locked. Warte mal, also er will das Ding hier nicht draufballern, aber... Wir haben das rostige Schloss im Friedhof. Könnte das rostige Schloss fernbedienungsaktiviert sein? Nein, ne? Aber da hatte ich doch auch versucht drauf zu schießen. Oder habe ich das doch nur bei dem einen gemacht und daran gedacht, darauf schießen zu wollen? Hier, bei der Krypta. Guck mal hier, er macht gar nichts, ne? Passiert leider auch nichts. Ich kann die Fernbedienung nicht nochmal genauer angucken für einen Tipp oder so. Wo könntest du was anstellen mit der Fernbedienung? Ist das noch zu früh, um über die Fernbedienung nachzudenken?
Also in Woodtick, glaube ich, müssten wir alles aufgelöst haben. Da haben wir ja auch das mit Lago erledigt. Hier haben wir eine Tür, hier haben wir eine Tür, die ehrlich aufgehen. Verrostetes Schloss. Kann ich nicht mit dem... mit der Schaufel wegkommen? Ich habe eine Schaufel, die ich benutzen kann. Wir haben zwei Map Pieces, ein drittes, was 700 Pieces of 8 kostet und meine Kreditkarte nicht benutzt werden kann. Fährt am ehesten. Also wir haben die Fernbedienung jetzt von ihm rausgeholt. Kann ich die Fernbedienung... Na, er hat ja die Fernbedienung... Ah, Moment. Da war ja so eine Vorrichtung. Wobei da hier nicht zum Benutzen ist. Aber irgendwie ist der Typ doch auch runtergegangen hier, ne? Ah, okay, jetzt geht das auf einmal, okay. Mit der Fernbedienung. Secret Passage. What the fuck? Jetzt bin ich bei Indiana Jones 4 gelandet am Anfang. Das ist Indy 4. Das erkenne ich. Wenn deine Schulter sich bewegt, dann sehe ich das. Also es ist, ich sage es hier nur einmal ganz kurz, aber LucasArts-Veteranen wissen Bescheid. Das ist die Schwierigkeitsgrad und die Art des Spielsauswahl, die man am Anfang von Indy 4 hat. Da muss man nämlich das erste Rätsel lösen und kann sich aussuchen, hey, mache ich das clever, indem ich die Kisten wegschiebe und mich durch Geheimgänge durcharbeite oder bekämpfe ich den Türsteher? Und dann wird das Spiel entweder actionreicher und weniger rätselhaft oder, also mit weniger Rätseln beachtet, oder mehr auf Rätsel und weniger auf Action gepackt. Das fand ich ziemlich genial damals. So, eigentlich ist es Push Crate, wenn es wie bei Indy 4 ist. I can't budget. Okay. George McCrate. Kannst du zum Fenster hoch? Okay, was haben wir denn hier? George McCrate, helfen Sie mir. Was könnte es denn dann sein? Ja, nee, nicht wieder zu... Ach, jetzt habe ich wieder Secret Passage geklickt. Jetzt geht er wieder zurück. Probieren wir mal alles mit dem Crate durch, bevor wir... Kreditkarte, nein. Adventure-Logik ist ja eine Sache, aber Fangame-Adventure-Logik ist nochmal eine andere Geschichte. Okay, die Items sind es also nicht, die ich bisher habe. Schieben, sagt er, das schaffe ich nicht. Kannst du nicht drumherum? Ist hier noch was? Normalerweise könnte ich auch hier hinten durch, aber... Sag mir nicht, dass ich nicht beim Crate vorbeikomme, ey, nachdem ich mich so clever jetzt wieder gefühlt habe. Dass mit dem Crate nicht klappt. Hoppapa. Okay, da fehlt mir vielleicht da noch was. Muss ja. Geheimgang, ey. Geheimgang. Jetzt Zeit? Also sagt das Gleiche, ne? I think not the time or place. Dann haben wir die Fernbedienung schon eingesetzt. Im Knast ist sonst nichts.
Federkiel haben wir benutzt, um drauf zu schreiben. Hier kann ich gar nichts mehr machen. Was könnte es denn noch sein? Hallo, ich wollte zu Dreadship, mein Freund. Mein Kollege. So, Fat Island, ja, eine Kiste zum Wegschieben. Was könntest du benutzen? Wir müssen die zwei Türen, die wir auf Scap haben. Auf Booty ist das Map Piece. Ändert ja nichts daran. Kann ich vielleicht jetzt das Ding mit... Nein. Kostümshop mit der Diskette. Will de la Booty. Können im Mansion nochmal gucken. Wir haben hier den Big Tree und das Cliff. Cliff haben wir ja aufgelöst. Also nochmal kurz schauen. Side of the house. Drin haben wir oben nur das Item gefunden. Hinten war in der Küche die Leiter. Tür haben wir aufgemacht mit dem Schlüssel. Ach Gott, bleibt die, ist sie wieder abgeschlossen? Wer schließt denn ab? Das ist ja Quatsch. So. Außer der Leiter war nichts hier. Wenn wir vorne sind, hier war wenigstens offen. Hinten schließt jemand ab, aber vorne nicht. Ist nicht so klug. Ich schätze mal, die Map bringt uns dann nach Monkey Island oder so? Um Janine zu retten? Da ist ein Paddel. Zum Paddeln, die Stairs. Fenster kann ich eh nicht gucken. Aufmachen geht nicht. Ne, Gouverneurshaus ist hier. Das ist jetzt sauber. Ja, dann sagen wir mal doch, Leute. Ich bin gerade wieder bei einem Impasse. Scheiße. Es lief gut. Jetzt läuft es auf einmal nicht mehr gut. Big Tree hatten wir auch nichts. Dass ich, wenn mein nächster Gedankengang nichts bringt, dann wieder den Trial and Error Click mache. Systematisch die Locations abgehe. Und Sachen benutze. Und dann wir uns wiedersehen. Ja, nerv. Das kann es ja nicht sein. Ja gut, gehen wir nochmal zu Will de la Booty. Und dann mache ich den Denker. 1,5 Stunden. Ah, ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass ich es in einer Stunde löse oder so. Aber die Hirnleistung reicht nicht mehr aus. Also irgendwo habe ich den Denkfehler. Wir sehen uns gleich wieder. Ich trial and error jetzt. Yay! So. Oh, das Geräusch, was man erwartet, wenn ich wieder zurück bin. Hallo, da bin ich wieder. Ey. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Ich habe gesaved und dann gesucht und gesucht. Mein Pixel-Hunting-Fu ist nicht das Geilste. Ich habe doch den ganzen Bildschirm hier tausendfach abgesucht. Ne? Secret Passage, Crate. Was ist denn das hier? Wo zum Teufel kommt denn das jetzt auf einmal her? Wo zum Teufel kommt das her? Eine fucking Crowbar. Brecheisen. So, und wehe, das ist das jetzt nicht. Okay, er macht irgendwas. Mit funky Musik. Der Indiana Jones Sound. Jede Menge Tickets sind hier. Ich habe einen freien Pass gefunden. Die gehört bestimmt Fred the Faker. Tickets für eine Zirkusshow, die Fettuccini-Brüder. So. Da sollen wir wohl nicht warten, wir sollen die Tickets haben. Kann ich die Tickets jetzt verchecken? Kann ich die Tickets verkaufen oder sowas? Das kann's ja nicht sein, Leute. Das kann's ja nicht sein. Tickets. Aber bevor wir gehen, mal sehen, ob die Tickets jetzt ausreichen, dass wir jetzt zum Gouverneurshaus können.
Tickets hören sich, also die Tickets sind ja eigentlich auf... Na? Benutze den Pass doch mal, mein Freund. Die Tickets sind ja für die Fettuccine Brothers. Fettuccine Brothers in... Okay, kann ich noch nicht hin. Auf Mealy Island, wo ja eher Guybrush unterwegs ist, für den Guybrush Part. Aber die sind bestimmt auch sehr wertvoll für den Verkäufer, damit ich die Map mir holen kann. Nein, sind sie nicht! Für wen sind sie denn dann? Sind nicht für ihn! Wie viele Personen bleiben denn noch über, denen ich was geben kann? Nicht so viele. Na? Kann ich das irgendwie wieder auslösen? Kann ich diese Tickets dir stattdessen geben? Ah, ich hätte gedacht, das ist es. Fuck. Okay. Ach komm. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder festhängen. Das kannst du irgendwie... Okay, also ich kann nicht zum Gouverneur durch. Wow, es gab sonst noch eine Person, die irgendwo auftaucht jetzt. Tickets zum Zirkus. Bist du jetzt hier vielleicht irgendwo einer? Taucht hier jemand auf? Strukturell unsicher. Pixel, mach mich fertig. Als ob da was sein sollte. Aber ich glaube, da waren vor... Ist nicht, dass da jemand ist, sondern die mussten ja irgendwie rausgefotoshoppt werden. Die anderen Charaktere, die davor waren. Ne? Weiß gar nicht, ob es da eine leere Version gegeben hat, wo sie nicht drin sind von dem Hintergrund. Kann ich die dem Captain vielleicht geben von hier aus? Dann bring mich mal zu den Fettuccine Brothers. Da bist du mit eingeladen, ich habe 2 Tickets. Nee. Geht automatisch direkt hier hin und selbst wenn wir auf Booty sind, geht's auch gleich direkt zur Karte, ne? Also wir haben die Karten. Zum Gouverneur können wir nicht hin, den Johnny hier können wir nicht... Tickets to some circus show. Von ihm haben wir sie ja effektiv. Hier gibt's keine anderen Wege. Ist wieder mein Pixel-Hunting-Scheiße. Cottage haben wir. Dann geh ich nochmal zum Cottage rüber. What the fuck? Gaping Hole. Weil es kann ja sein, dass da irgendjemand auftaucht jetzt. Das sind ja die 3 Inseln, die wir besuchen müssen. WTF, Leute, WTF. Das macht mir alles fertig. Geh mal zum Pass. Liegt hier irgendwo noch was? So, warte mal hier vorsichtig. Tor. Statue bringt nichts. Einfach durchgerutscht hier. Saufen ist hier nicht. Da runter gehen sind wir wieder hier. Vielleicht wollte das Skelett immer die Tickets haben. Ist gestorben, als er ein Bad nahm. Kommen wir mit Tickets ins Grab rein? Könnte es das sein? Also ich kann die Map-Pieces auch nicht miteinander kombinieren.
Schaufel muss doch für was gut sein. Mein Freund. Ah, Moment, aber ich habe hier eine Crowbar. Oh, kann ich mit der Crowbar Türen aufstemmen? Kann ich mit der Crowbar vielleicht mehr Türen aufstemmen? Könnte es das sein? Wir haben jetzt zwei verschlossene Türen. Stimmt, ich hab, mit der Crowbar habe ich nicht weit genug gedacht. Vielleicht ist es ja nicht nur ein Einzeleinsatz pro Item, sondern mehrere. Das kann es nämlich sein. So, warte mal, hier war das ein bisschen speziell, ne? Hier muss ich so rumklicken. Vielleicht was mit der Crowbar noch ein bisschen mehr. Auf Scab Island? Ja, auf Scab, ne? So. Oder habe ich das probiert und dann war das schon nicht das Richtige. So. Komm, eine Crowbar müsste die Tür aufstemmen können. Oder das rostige Schloss immerhin im Grab. Ne? Eins von beiden müsste mindestens gehen. So, ich kann da raufklicken auf die Tür schon mal. Schon mal gut. Oh, yes. Machet auf, mein Freund. Ba, ba, da, ba. Ba, ba, da. Liegt ein Schlüssel. Für die Grabstätte liegt der Crypt Key. Einmal drauf und ich dreh an dem Knopf und ich darf hier nichts kochen. Ich soll das Feuer ausmachen. I don't wanna cook. So. Krypta, Krypta. Ich komme. Du dreckige Schwein, ich komme in deine Krypta. Weil da ist der Schlüssel. Und gleich habe ich dich. Du Schwein. Du Idiot. Du Trottel. Ich mache dich kaputt. Mit meinem Klugsein. So. Ist auch nichts Geileres im Jahr 2020. Halbgare Monty Python Zitate in einem Let's Play hin und her zu werfen. Und ja, ich kritisiere mich. Ist die gleiche Krypta wie vorhin. Ja, stimmt, eigentlich ist ja die das hier. A piece to the map. Okay, der Typ liegt nicht da drin. Drei Pieces of Map. So, ich hoffe, ich bete, weil jetzt, wo wir drei Pieces of Map haben, ich kann ja mal den Save hier mal machen. Drei Pieces of Map. Um mein Gewissen zu beruhigen, dass ich bis hierhin was accomplished habe, jetzt zum Gouverneurshaus auf, warte mal, Skip and Dredge. Jetzt zum Gouverneurshaus auf Fat Island. Wo der stramme Boy auf uns wartet, hoffentlich. Oder wer auch immer. Komm, ich habe jetzt so viele Items. Mir wird jetzt auch nicht mal einfallen, wo ich was einsetzen kann. Nein! I don't think this is the time or place. Ficky. Was denn noch? Ich habe hier noch das eine letzte Item auf Map, das ich nicht kaufen kann. Wir haben schon versucht, alles zu verchecken, was ging beim Händler. Aber ich kann ja nicht Map-Stücke gegen Map-Stücke tauschen. Das ergibt ja wenig Sinn. Wir hatten schon alles probiert bei ihm hier. Oh, kann ich den Schlüssel vielleicht jetzt verkaufen? Will er alles nicht haben.
Federkill haben wir eigentlich schon benutzt. Das hatten wir alles schon durchprobiert, ey. Crowbar. Oh, was können wir öffnen mit der Crowbar vielleicht? Ist da noch eine verschlossene Tür? Und die Schaufel haben wir ja auch noch nicht benutzt. Vielleicht muss ich das auf das Map-Stück anwenden zum Tauschen. Nee. Ich brauche dieses gottverdammte Map-Piece. Geht vielleicht jetzt meine Visa-Karte? Nein, das ist alles nur leer. Gleiche Shit, ne? Ah, ist online. Excellent choice. Ah, okay. Ich hab's. Gut. Gut. Sehr gut. Nervig, aber sehr gut. So, was bleibt jetzt noch über? Wenn man nicht zum Gouverneurshaus runter kann, kann ich die jetzt miteinander kombinieren, die Map Pieces? Geh dahin, geh dahin. Nein! Hier geht nicht hin! Komm, ich habe 4 Map Pieces. Tickets. Man kann sich nur die Sachen angucken. Ah, Mann. Es kommt ein Durchbruch. Wer bleibt noch über? Also, Lago ist weg. Hier war sonst niemand. Wobei, wir können gucken, vielleicht sind wir zurück vom Hausbesuch. Nope. Hier ist zu. Wally ist da. Wally ist wieder zurück. Wally, mein bester Freund. Du bist zum Zirkus bestimmt. Entschuldige mich. Kann ich dir helfen? Ich bin Ray und ein Hengst, der Geister jagt. Ja, jagen tut. Wer bist du? Ich bin Wally. Wally Beefeat. Zu deinen Diensten. Was genau machst du hier? Oh, ich bin ein Kartograf. Was? Du machst Operationen am offenen Herzen hier drin? Nein. Ich mach Karten. Ach ja, ein Kartograf! Natürlich! Das machst Karten? Ich restauriere auch ein bisschen was. So, ich kopiere sie zusammen, kopiere sie nochmal, also klebe sie zusammen, kopiere sie und mach kleine Liebesengel in die Ecken. Ja, so weißt du, arzi-fazi. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich bin mir sicher. Nun denn, tschüss. Was ist das, eine Karte? Ist ja nur ein Teil einer Karte. Ich habe den Rest auch hier. Ah, sehr interessant. Kannst du alles für mich zusammenpacken? Ja, klar. So, das ist eine Karte. Thanks, man. Kann ich dir mit Tickets danken? Nein. Ach, Wally. Kann ich nochmal mit dir reden? Nein. Deine Schuldigkeit ist getan. Also bei Wally die Karte zusammenkleben. Geil. So. Kann ich dir Captain Dread geben? Bitte fahr mich da mal hin. Captain Dread, ey. Du dumme Sau. Mann, 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 Mann. Solcher time-gated Stuff, der vorher nicht geht.
Es ist auch keine Kritik jetzt an dem Fangame, weil natürlich du machst dir dann immer Gedanken, das ist ja super alles umgesetzt. Aber das sind natürlich die frustrierendsten Parts an einem Adventure. Wie du so die Spielzeit nochmal ein bisschen verlängerst. Und bei einem gekauften Spiel finde ich, das ist immer ein bisschen nervig, wenn du dann... Ja klar, die Spielelogik gibt einem vor, du weißt noch nicht, dass du vielleicht dieses eine Item brauchst oder dass da was noch nicht ist. Aber dieses, oh, die Maschine geht nicht für die Kreditkarte, macht das alles so ein bisschen als Gag sozusagen wird das verkleidet. Und dann denkst du, es geht das nicht und dann machst du es nicht. Oh, fuck, immer noch nicht. Okay, was kann ich denn mit der Map anstellen? Ich kann die nicht bei Captain Dredd hier benutzen. Zum Menschen kann ich immer noch nicht hin. Nee, ne? Hier denn noch irgendwas? Der Wasserfall, the Cottage. Müsste ich Wally die Map nochmal geben, damit er mir... Er hat sie ja für mich zusammengeklebt, ne? Da ist hier X marks the spot. Mm, oh, fat eye. Also Wally war da. Gucken, ob vielleicht Leute wieder zurück sind. Ne? Ist jetzt vielleicht der Schreiner hier? Also Wally wollte nicht reden, aber vielleicht... Jetzt ist Wally wieder auch weg, okay. Wally hat seine Schuldigkeit getan. Alright, alright, alright. Hinten ist nichts, vielleicht bei der Vichyssoise. Da unten, könnte was sein? Nope. Gehen Sie mal hoch, mein Freund. Ray Stance. Ey Mann, es sind so viele verpasste Gelegenheiten in den 90ern. Ein Ghostbusters LucasArts Point and Click. Mein Traum wäre ein Star Wars Point and Click gewesen, ey. Das wäre so toll geworden, wirklich, ne? Stell dir vor, um die Ära. Und ich würde fast eher sagen, so Monkey Island 1 sind die 3. Also, oder auch hier, Monkey Island 2 zumindest. Ne? Also so diese Art von Pixel-Sachen. Die müssen nicht unbedingt in Richtung Day of the Tentacle oder Sam Max oder sowas sein, weil da war es natürlich nochmal hübscher, in Anführungsstrichen. Aber in dem Stil, ein fucking originales LucasArts 90er Jahre Star Wars Point and Click. Von Ron Gilbert, von Tim Schafer, David Grossman, alle Leute, die damals noch mitgearbeitet haben, mit Übersetzung von Boris Schneider. Wäre das geil gewesen. Wie geil wäre das gewesen, Leute? Ne? Wie mega geil. Und nichts gegen die eigentlichen LucasArts Games, die da rausgekommen sind, aber... Also LucasArts Star Wars Games meine ich, ne? So TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter, Rebel Assault später und so weiter. Absolut nichts dagegen. Ja, schöne Games. Allerdings... Stell dir mal einen Point-and-Click vor mit Star Wars. Wie toll wäre das gewesen? Stattdessen kriegen wir alle paar Jahre halbgare Filme. Ey, ey, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's das Einzige, was ich in der Richtung mal gesehen habe, ist auch so ein Fanscreenshot. Glaube ich, ne? Es gibt ja so gedokterte Fan-Screenshots sozusagen. Da gab es so eine schöne Reihe, wo verschiedene Leute D-Makes in Anführungsstrichen gemacht haben, also Versionen von Spielen auf oder neuere Spiele auf alt getrimmt. Und da war da ein Star Wars Point-and-Click Mockup-Shot mit dabei? Ich glaube schon, ne? Glaube schon. Kann ich ihm jetzt hier? Also viel mehr geht hier wahrscheinlich nicht. Ich bin ja schon zu oft hier drin gewesen. So, ich probiere mal die Map nochmal mit einem hier zu kombinieren.
hier irgendwas geht. Federkill, Fernbedienung. Im Hausboot kann ich sie nicht anklicken. Oder Captain Dredd irgendwie zeigen und sagen, fahr mich mal dahin. Ich kann nicht zum Gouverneurshaus auf Fett. Es kann natürlich sein, dass hier jemand aus, irgendwo jemand aufgetaucht ist, der vorher nicht da gewesen ist beim Big. Sind ja Leute. Okay, hier geht nichts mehr. Hier ist alles ausgereizt. Da, wo wir angefangen haben mit der Map. Ist hier hinten was? Nein. Hier unten? Nein. Ist auch alles nur Makulatur jetzt hier nur. Ich gucke noch einmal hier und dann... Ey, da muss ich wieder. Weil dann wird es jetzt hier auch wieder für euch mindestens ein Dutzend an Minuten mit Locations abgehen und jedes Item überall benutzen. Ach, keiner hier. Dann noch einmal in der Küche. Nope. Ich bin gleich wieder da, Leute. Trial and Error Zeit. Yay! Bis gleich. Oh, das kann nicht sein. Ey, das kann nicht sein. So. Wisst ihr, wo die Rätselslösung gewesen ist? Mach hier nochmal auf Safe, weil ich das hier gerade gemacht habe. Ah. Natürlich hat sich die fucking Map jetzt hier verändert. Nicht nur Scab, nicht nur Fat, nicht nur Booty, sondern Dinky, wenn man hier irgendwo in der Nähe ist. Kann man die fucking Karte umklappen? Wirklich, Leute. Really. X marks the spot. Wenn die eigene Dummheit zuschlägt, ey. Das sollte nicht zu lange dauern. Das habe ich auch von diesem Let's Play gedacht. Stunden später. Große X, was haben wir da? Ich kann das nicht mitnehmen. Da ist ein bisschen Zement auf dem Boden. Entweder das oder Protonenpack. Proto, ja, Neutrino Wand. Bzzz. Yes! Teil 2! Guybrush Threepwood! Der mächtige Pirat! Holy fuck! Da ist er. Meine Pläne als Gouverneur sind viel zu wichtig und nah bei der Vervollständigung, als dass ein mächtiger Pirat wie du mir dagegen kommen kann, der natürlich der Sheriff hier, ne? So long, Mr. Spicecake oder Droopface oder wie auch immer du heißt. Also sind wir quasi hier in Medias Res mit Guybrush. Ja, du gehst hier auf Grund, der schon besetzt ist. Ich habe hier Order, dass niemand hier vorbeikommen soll. Aber es ist doch... Ich bin's, du Idiot. Ups, es ist doch... Wissen wir doch, wer es ist. Aber wenn wir das Monkey Island 1 Let's Play gesehen haben. Captain, Sir. Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um Sie zu beglückwünschen für Ihre Kidnapping-Mission. Captain? Captain, geht's Ihnen gut? Bläh. Dieser Fleischklops hier. Ich habe ihn noch nie besser gefühlt. Wie geht's zu unseren Gefangenen? Also hat Elaine als auch Janine gefangen. Ach ja, die Gefangenen. Wir hatten ein bisschen Probleme. Probleme? Aber nichts, um sich Sorgen zu machen, Sir. Alles unter Kontrolle.
Sie sind ein paar Mal geflohen, aber wir haben sie jetzt eingesperrt im Knast. Niemand kommt da rein oder raus. Um deinen Willen hoffe ich das mal, ne? Mit Jahren der Planung, die fast durch meinen Tod zerstört wurden, werde ich jetzt kein Risiko eingehen. Sie haben sich dann also um Mr. Streepwood gekümmert. Gabriel Streepwood wird kein Problem sein. In diesem Moment ist er 20 Fuß unter Wasser, wahrscheinlich aufgeblasen wie ein gemästetes Schwein. Seine Augen werden von Krabben gegessen. Yam yam. Fische nuckeln an den Fingern. Ja, das bringt mich fast dazu zu wünschen, mir das angucken zu können. Ja, jetzt geh weg. Ei, ei, Captain. Ich verzieh mich. Klack, klack. Macht das Holzbein. Light Switch. Also am Ende von Monkey 1, 2, okay. Part. Wo habe ich denn jetzt das Musik? Wie habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Oh, cool. Partitur, Musikzeichen. Partnote. Okay, also damit kommen wir wieder rauf, schätze ich mal. Kommen wir wieder rauf? Kommen wir. Okay, Guybrush ist gerade... Ich dachte, ich muss jetzt vielleicht schon den Part von Guybrush spielen. Hier war der Aufzug. Ups, ach, mach doch mal auf die Tür. Ich wollte nur kurz hier den Sticker mir angucken. 900 Pfund. Funktioniert hier nicht. Können wir das zerstören? Wo ist der Crowbar? Keine Crowbar mehr hier. Keine Crowbar. Okay. Also müssen wir das irgendwie... Oder wir müssen das Schild umschreiben, dass da weniger als 900 Pfund steht. Und dann kann der Aufzug damit arbeiten. Also ist ja eigentlich das Finale von Monkey Island 2. Helium-Tank, okay. Benutze ihn bitte. Auch zu schwer. Also Helium könnten wir Ballons aufpusten. Mal checken, was hier Phase ist. Wir können immer noch nicht zum Gouverneurshaus rüber. Muss auch nochmal merken, also es ist vielleicht nicht direkt das Finale hier. War schon gut dabei, fast 2 Stunden. Also reine Gamespielzeit hier. Box. What's in the box? Ich hätte das für kürzer erachtet. Nur ein Ballon hier drin. Okay. Aber es reicht. Habe ich den schon genommen? Ja. So. Kann mir denken, was das sein könnte. Ich klicke mal ein bisschen zu weit mit dem Icon. Hier sind die Skelette von Guybrush Eltern. Nein. Ah, hier. Hier sind sie. Ja, Lost Parents. Haben wir noch beide hier. Ein zweiter Ballon im Mülleimer. Nein, Surgical Gloves. Aber die können wir auch aufpusten. Das sollte nicht das Problem sein. LeChuck kann mir hier ja noch gar nicht entgegengehen. Weil er ist ja beschäftigt mit Monkey Island 1. Ich bin ja auch nicht Guybrush. Guybrush ist das größere Problem. So. Ich hoffe, dass jetzt mal der Schill klappt. Okay.
Mal sehen, ob das dann direkt schon so funktioniert, die einfache Lösung. Dadurch, dass es jetzt ein bisschen leichter wird, indem wir die Ballons und die Gloves anbringen und die Handschuhe, die aufgeplusterten. Meine Lösung wäre wirklich gewesen, dass ich da was anderes draufschreibe und es dann leichter wird. Adventure-Logik. Geht das einfach hier vielleicht jetzt? Ah ja, die Ballons haben mich leichter gemacht. Okay. Ah, guck mal, ja genau. Das war der Gag. Jetzt bin ich in Mili Island. Mili. Der Gag war hier, dass hier natürlich ich nur die Location gesehen habe und nichts hier direkt machen konnte, aber guck mal, der lässt mich wahrscheinlich nicht zu Elaine Rue durch. Not the time or place. Okay, kann ich hier durch? Ich habe Zirkustickets. Kann ich Ihnen helfen? Ich wollte nur zum Gouverneurs Mansion. Willst du hier ein bisschen brandschatzen und rauben? Ah ja, ist immer sehr beliebt, wenn die Gouverneurin hier ist. Haben Sie reserviert? Ich habe nicht reserviert. Hätte ich vorher anrufen sollen? Natürlich hätten Sie vorher anrufen sollen. Es ist sehr populär hier gerade. Wir sind leider ausgebucht für die nächsten 5 Stunden. Aber vielleicht kann ich Sie reinquetschen, so gegen 2 Uhr. Könnte das okay sein? Ja, das wäre okay. Dann einmal hier ausrauben, Gouverneursgebäude um 2:30 Uhr. Nächstes Mal rufen Sie bitte vorher an. Das ist, glaube ich, der gleiche Dialog wie mit Guybrush. Ob wir jetzt auf Guybrush treffen? Das kann natürlich sein. So. Welche von den Türen gehen auf? Ah, meine Freunde. Nein! Seht ihr gerade nicht, aber ich habe hier gerade eine Fehlermeldung. Ich mach mal gleich auf Pause. Internal error has occurred. Okay, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. For no function in script. Ich mache mal kurz Pause und gucke, dass es aufgelöst ist. Bis gleich. Okay, es ging zum Glück relativ fix. Ich brauchte nur das Spiel neu starten. Wieder laden ist direkt abgestürzt danach, nachdem wir die Voodoo-Nicknacks uns angucken wollten. Dann lasse ich das mal. Diesmal. Gucken wir mal, ob jetzt unsere beste Freundin hier ist. Voodoo Lady. Hallo? Ich schätze, niemand ist hier. Schade. Oh, aber der Kelch eines Zimmermanns. Ja. Nur der busfertige Mann wird bestehen. Ach, Lukas-Film. Lukas Arts, wie sehr ich euch mag. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Das war gar nicht so schwer, ja. Alles, was ich musste, war nur diese Fische aus meiner Hose zu kriegen. Das ist doch gut. Hey, was machst du denn da und stehst hier einfach nur rum? Die Gouverneurin wurde entführt. Was? Von wem? LeChuck hat sie auf seinem Schiff und ist weggesegelt. Ich denke, wir haben das Letzte von ihr gesehen. Ich hole eine Crew und ein Schiff und werde sie retten. Ah, es wird nicht leicht sein, weißt du? LeChuck hat den Gouverneur zurück zu seinem Versteck nach Monkey Island gebracht. LeChuck? Das Treffen der Generation. Wer sind Sie denn? Ich bin Raymond Stantz. Wer bist du denn? Das sind Freunde bestimmt. Ich bin ein Ghostbuster und suche nach Miss Janine. Sie wurde von dem Geisterpiraten LeChuck entführt. Ein Ghostbuster? Wer bist du denn? Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Oh ja, ich habe was vergessen. Sie haben diese Nachricht hinterlassen. Kannst sie haben, aber ich glaube nicht, dass du magst, was da drauf steht. Was steht denn da drauf? Hey, viel Glück. Sind wir vielleicht die Crew? Ich hole mir ein Schiff und eine Crew und dann werde ich sie retten. Willst du auch so meine Crew teilnehmen? Ja, sicher. Okay, dann muss ich los. Bye, bye. Ja, da muss er erstmal
seine Crew zusammensuchen. Jetzt bin ich ein bisschen paranoid natürlich. Mit dem einen Absturz, den wir hatten. Sind die in der Scamba alle, die Freunde? Ah, oh, alle sind weg. Das stimmt, jetzt wurden ja auch alle entführt, ne? Also, naja, zumindest Mali wurde entführt. Oh, ich habe mich schon gefreut, dass die hier, dass ich die nach Loom ausfragen kann. Jeder, der Wasser vom Gral, vom wahren Gral trinkt, der kriegt unsterbliches Leben. Ein bisschen Fleisch. Ah, und der Stay Puft Marshmallow Man. Mit dem Koch sprechen? Hol mir einen Drink. Wie kannst du nur an was zu trinken denken in einer Zeit wie die hier? Der Gouverneur ist weg. Und dann LeChuck und seine spektrale Crew haben sie sich geholt und sie haben sie auf dem Geisterschiff entführt. Sie war so gut zu mir. Was wird mit meinem Business? Oh nein, oh nein. Nur verpiss dich und lass mir meine Ruhe. Ja gut, wir haben ja schon genommen, was wir potenziell brauchen. Ich glaube, der Kelch eines Zimmermanns ist auch ein bisschen widerstandsfähiger. Trotz des Grogs, der ja ätzend ist wie Batteriesäure und mehr. Welche Musik ist das? War die auch bei Monkey Island schon drin? Ich fühle mich so, als ob ich sie kennen müsste. Aber ich bin mir... I'm not sure. So, Frage ist es, können wir... Wir haben das Fleisch. Wir haben den Kelch. Können wir das Poster mitnehmen? Wählt Gouverneurin Marley wieder. Sie ist die einzige Kandidatin. Deshalb gibt es auch keine andere Wahl. Wie Mark Wahlberg. Der hat auch nur einen Wahlberg. Cliffside. Hallo. Hey, ich bin beschäftigt gerade. Na gut, können wir hier... Können wir raus auf... Ja, wir können raus. Village, der Zirkus, das Haus. Achso, Lights, Zirkus, Lights. Hier, da, hier sind... Was war denn hier nochmal? Ach, das war bei Stan, der Schiffshafen, ne? Die Insel. Die Abzweigung. Oh nein, ist nicht euer Ernst, oder? Ich gehe nicht hier ohne eine Map rein. Ja, da hast du recht, mein Freund. Das ist Quatsch. Fettuccini, Bruder. Tickets, bitte. Habe ich zum Glück. Bitteschön, danke. Hallo? Du bist der Verkäufer, ne? Kann ich durch? Ich kann hier nichts sehen. Kannst du mir was zum Austausch geben? Ich denke mir was aus. Okay. Nein. Ach, warte mal. Damit kann ich die Toten erwecken mit Grog gefüllten Kelch eines Zimmermanns. Den sollte ich aber wahrscheinlich ihm hier nicht geben, ne? Was könnte er denn gebrauchen? Meine alte Schatzkarte, die ich schon benutzt habe. Ich check ja mal, vielleicht habe ich das schon, was er braucht. Ich kann ja nicht wissen, was er gerne haben möchte. Was es auch immer sein könnte. Auch die Goggles hier nicht. Okay, ich habe noch nicht, was er haben möchte. Hoffe ich mal, dass die Show noch nicht... Oh, ein Seil kann ich haben, aber... Kann ich ihm das Seil geben? Das Seil brauche ich bestimmt für was anderes.
Okay, immerhin hier, immerhin das Seil, komme ich später wieder. Wenn das denn klappt. Hier geht er nicht von der Karte rein. Gehen wir zu. Oh, warte mal. Lass mal hier oben kurz. Sind wir näher dran. Keine Piraten zum Bekämpfen. Das ist ja auch schon mal was, worauf man achten sollte. 2 Stunden haben wir schon. Ordentlich. Sehr ordentlich. Hier kommen wir eigentlich nur mit dem Hühnchen weiter. Aber. Na gut, die Location ist hier. Warte mal, da war was. Tür. Ich kann hier nicht raufklettern. Ist auch kein nichts zum Benutzen hier von wegen. Bin ich mir also nicht sicher, ob das nicht nur ein Gag ist. Aber es wäre ja auch... Jedes Mal, wenn ich denke, es ist ein Gag, ist es keiner. Gehen wir rüber zu Stan. Also die Möglichkeit ist ja auch noch da, wieder komplett auf die anderen Inseln zurückzugehen. Weil wir wären zum Beispiel ohne die Tickets hier nicht hingekommen. Und das Gouverneurshaus auf Fat konnten wir auch noch nicht hin. Not the time or place. In den Knast konnten wir auch nicht. Dan, jetzt bin ich vom Safe Bug. Tür zu. Hey! Was machen Sie da? Da können Sie nicht rein. Oh, rausgeworfen. Haben Sie eine Toilette, die ich benutzen kann? Nein! Tschüss jetzt! Okay. Was auch immer für ein Joke das war. Howdy! Ich bin Stan von Stans Gebrauchtboten. Und ich würde aber auf einen Kopf stehen, um Ihnen einen Deal zu machen. Was suchen Sie für ein Schiff? Groß, klein, schnell, langsam. Ah, ich habe sofort seine Stimme wieder im Kopf. You want it, you got it. And if you don't get it, I got it, I'll get it. Ich mache mit Ihnen einen Deal, mit dem Sie glücklich sind. Natürlich, wenn Sie nicht glücklich sind, bin ich nicht glücklich. Aber wissen Sie, Sie werden heute hier glücklich rausgehen, das weiß ich. Wie weiß ich das? Schauen Sie sich all diese Schiffe einmal an. Ich habe hier was für alle Leute. Kommen Sie und schauen Sie sich um. Tut mir leid, ich würde gerne chatten, aber ich muss los. Sicher, ja, fühlen Sie sich nicht irgendwie bedrängt oder so? Wenn Sie nach einem guten Deal suchen, dann kommen Sie gleich hier wieder zurück. Okay, also ich kann... Ich habe die Möglichkeit da mit der... Kann ich, also warte mal, mit der Toilette, ich konnte mich da einschließen. Vielleicht kann ich die Tür zustemmen. So, kann ich hier irgendwas, kann ich mich bewegen? Okay, ich werde gleich wieder rausgeschmissen. Ah, ich muss bestimmt zunageln, sobald er drin ist. Okay, warte mal. Okay, dann machen wir das mal. Da haben wir wieder dieses Time-Ding. So, schnell zunageln die Tür. Ich höre, dass sie klopfen. Hey, ich glaube, die Tür klemmt. Entschuldigen Sie, mein Freund. Ich scheine hier drin zu stecken. Hey, gibt's da niemanden? Joho, Hilfe. Ich muss hier raus. Ich weiß, ein Witz ist ein Witz, aber holen Sie mich hier raus. Öffnen Sie jetzt diese Tür. Jemand, ich habe Klaustrophobie. Genau wie mit dem Sarg im zweiten Teil. Das fand ich so gemeint. Jemand wird dafür bezahlen, aber... Okay, das ist der gleiche Dialog. I take a nap hier. Wie wir ihn bei... Monkey Island 2, glaube ich, hat nur zumindest ein ähnlicher Dialog. Das kann ich nicht mitnehmen. Kann ich den mit dem Grog? Ne, der Grog soll Leute wieder beleben, ne? Na gut, schauen wir uns hier erstmal um. Oh nein!
Internal error has occurred. Schon wieder. Ihr seht das leider nicht, weil das ein anderes Fenster ist, was aufploppt. Also ich durfte mir das Boot auch nicht greifen. Shit. Okay, dann mache ich Pause und lade nochmal und ich bin gleich wieder da. So, wieder geladen. Und ich habe Stan nochmal eingeschaut. Zum Glück hatte ich den Safe ja direkt davor gemacht. Also, puh. Da wird mir natürlich nicht einfallen, außer... Also ich meine, das Boot ist hier die einzige Mücke. Ich sollte es nicht greifen. Kann ich es mir angucken? Oder ist hier noch was? Ich guck mal, ob was passiert, wenn ich es mir angucke. Das kann ich gleich nochmal neu laden. Damit sprechen. Zum Boot raufgehen vielleicht? Weil greifen war scheiße. Okay, ich traue mich erstmal nicht. Gesaved ist zwar. Ah, es ist vielleicht für später, wenn dann, wenn ich mit Guybrush schon mal los will oder so. Kann es natürlich sein. Hier war die Trainerin, oder? Beleidigungstrainerin. Crowbar habe ich natürlich nicht. Appears to be locked. Tote wieder wecken. Da gab es noch eine andere Location, wo ich noch nicht hin konnte. Ich kann auch nicht zur über die Schlucht im Moment. Also Stan. Zirkus komme ich noch nicht durch. Da waren wir beim Dorf. Insel kommen wir nicht rüber. Wir haben den Kelch, womit wir wieder Tote auferwecken können. Der heilige Gral wird LeChuck vielleicht wieder ins Leben zurückholen. Wir könnten hier, wenn wir eine Map haben, auch nochmal durch. Wir haben das Fleisch. Und wir haben natürlich noch den, vielleicht jetzt, der Gouverneur von Fat Island. Jetzt haben wir wieder jede Menge Items. So, warte mal, Tür, Archway geht hier runter. Das war die Voodoo Lady. Andere Türen waren hier zu, die Uhrzeit, 10 Uhr ist es. Da fliegt der Flug Slimer gerade oben, da. Slimer, kannst du die Uhrzeit wechseln, bitte? Okay, Slimer. Willst du dieses Fleisch? Wechsel die Uhrzeit. 2.30 Uhr. Ne, 1.30 Uhr. Morgens oder? 2.30 Uhr. Ah, it's not the time or place. Vielleicht ist jetzt the time or place. Two-thirty hat er doch gesagt, ne, oder?
Ich sehe gerade, mein Mic ist gemutet. Oh, ich hoffe nicht für zu lange, Leute. Wie ist denn das passiert? Oh, shit. Ja, dann hoffe ich mal, ich muss das mal gegenchecken, aber oh, wie ist denn das passiert? Das tut mir leid. Meine ganzen Überlegungen jetzt hier gerade habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Ich hoffe, dass es nicht zu lange war. Ich check das nachher nochmal, wenn es zu lange ist, aber ich hoffe nicht, dass ihr auf das Let's Play hier verzichten muss. Holy shit, wie ist denn das passiert? Wahrscheinlich seit dem letzten Save oder so, ne? Fuck, das ist nervig. Aber ich versuche das nochmal für euch hier zu wiederholen. Schade, ich habe so schöne Gedankengänge gehabt. Fuck, wie ist denn das passiert? Wo ist denn der Mute-Button hier? Wie ist denn das abgerutscht? Ich kann es nicht öffnen. It's closed. Ich habe Batterien gefunden. Für das PKE-Meter. Aber die Batterien sind leer, nachdem wir die Uhrzeit gewechselt haben. Ah, Mann. Das waren so gute Gedankengänge, die ich hatte. Ich hoffe, das ist nicht zu lang gewesen. Ich habe doch nicht den Mute-Button auf irgendeiner... Habe ich das auf einer Taste? Drücke auf M oder so. Passiert hier was? Merkwürdig. Wieso war denn mein Mic gemutet auf einmal? Ich habe es normalerweise auf... Ich habe hier den Punkt, den ich verwende. Also es gibt die, bei LucasArts Adventures hier an und aus, so gibt es die Punkt-Taste, mit der man Dialog weiterschalten kann. Aber im Grunde drücke ich ja auch nichts anderes. Irgendwie war das Mic gemutet. Weiß auch nicht wie. Jetzt wird es schwierig, weil wir viele Optionen haben. Das heißt, so Trial and Error mäßig werden kann. Er lässt uns nicht vorbei. Kannst du mir nichts zum Austausch geben? Das ist auch nicht. Wir haben das Seil. Boah, hier kommt einiges zusammen. Kommen aber auch nicht hier vorbei. Naja, jetzt, wo wir die Uhrzeit geändert haben, nachdem wir mit der Uhrzeit unsere Reservierung dann hatten. Gibt es die Möglichkeit... Warte mal. Okay, wir haben gesehen, wie Guybrush zumindest einen der Kollegen geholt hat. Wir haben Stan eingeschlossen. Sind die hier vielleicht? Nee, ne? Mann, 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 wie ist denn das gemutet? Das ist so ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ärgerlicht mich. Ich würde mal gucken, ob wir auf Fat Island wieder durch die... jetzt zum Gouverneurshaus nach Fat Island kommen. Tür ist zu. Gut, dann müssen wir den Gang hinten benutzen. Wir können Leute wieder zum Leben erwecken, die tot sind. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass wir das erst auf Monkey Island benutzen können. Das Labyrinth haben wir hier. So viele Optionen. Der Typ oben beim Pathway wollte nicht mit uns. What could it be? What could it be? Ah, nicht hier, warte mal. Beweg dich, mein Freund. Mann, 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 Mann. Ich traue mich natürlich nicht, jetzt wo die beiden Sachen da abgestürzt sind, auch nochmal im Häusle zu gucken. Warte mal, kann ich die Tür aufmachen? Also die beiden gehen nicht. Warte mal, 14:30, safe. Runter kommen wir wieder, wir kommen also zurück. Muss ja auch irgendwie. Weil wir hätten ja möglicherweise nicht die richtige... Wo kam das Seil eigentlich her? Ja, möglicherweise nicht die richtigen Items gehabt. Hier weiterzukommen. Warte mal. Hier können wir auch... Bei der Distille... Können
Genau, wir hatten die Flasche. Ah, Alkohol vielleicht. Empty and there's a cap on it. Okay, wir müssen es gegen den Stein hauen eigentlich. Ist Herman Toothrot hier? Ah, wir kommen wieder zu Dreadship Beach. X marks the spot. Es gibt zwei Locations hier. Okay, kommen wir zur anderen Map wieder zurück. Wir haben die Distille. Wir haben die Flasche. Also auch ein wichtiges Item. Der Kelch eines Zimmermanns. Da ist eine Kappe, das heißt, wir können irgendwas auch verschließen da drin. Batterien müssen wir irgendwie wieder aufladen, die wir gefunden haben für das PKE-Meter. Ja, ein bisschen Alkohol machen. Herman ist nicht hier. Da müssen wir uns die Distille auch mal merken. Mal sehen, ob jetzt die Zeit dafür ist. Seil, Flaschen, Distillen, Batterien, ist ja ordentlich was. Holy shit. So. Ah, du machst mich fertig. Du machst mich vollkommen fertig. Ah. Okay, Leute, ich brauche selbst mal eine Pause, weil mir brummt der Schädel. Jetzt gerade. Weiß nicht ganz, was der richtige Ansatz ist. Ich melde mich dann wieder zurück, wenn ich irgendeinen Anhaltspunkt gefunden habe. Ah, jetzt ist es schwierig. Jetzt habe ich viel Trial and Error, was ich machen kann. Wer weiß, was es ist. Dann sehen wir uns für euch, ich tippe mal ein, in einem Moment. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Ha, schwere Geburt. Habe ich den Safe genannt, den ich hier gerade hier nochmal gemacht habe? Alter Verwalter. Ja, man kann, glaube ich, schon irgendwie drauf kommen. Also, nach Trial and Error alles durchklicken für... Oh, ich will lieber nicht sagen, wie lange das gedauert hat. PKE-Meter mit den näheren Batterien. Man muss das hier anscheinend machen. Mit der Grogmaschine. Oder besser gesagt, nicht mit der Grogmaschine, sondern du verwendest den PKE-Meter, der anscheinend anschließbar ist, wenn Batterien drin stecken, mit der Steckdose, an der die Grogmaschine dranhängt. Also, ja, ich verstehe eine gewisse Logik dahinter, aber es ist um einige Ecken gedacht. Weil ich sehe hier nicht dann, hier müsste Power Outlet oder sowas vielleicht stehen, damit ich auf die Gelegenheit komme, weil ich kann ja nicht annehmen, dass hier ein Stromanschluss hier greifbar ist an der Grogmaschine und an der Grogmaschine selber ist. Egal. Ich glaube, ich habe jetzt einen aufgeladenen PKE-Meter. Ich sehe noch nichts, also hoffentlich schlägt er aus und ich habe noch eine andere Idee gehabt, aber die habe ich noch nicht ausprobiert, deshalb hoffen wir mal, weil ich jetzt zum Beispiel nicht wüsste, was ich mit dem PKE-Meter mache, sonst müssen wir nochmal ausprobieren hier. Allerdings, wir haben ja die Flasche. Und den Grog aus dem Kelch wollte er ja nicht ausschütten für die Gefängnistür. Wir wissen ja, die Gefängnistür aus Monkey Island 1, die muss man eigentlich mit durch Umschütteln von die billigen Kelche, die sonst in der Bar sind, in der Scum Bar, den Grog umschütten immer wieder, damit wir es bis zum Gefängnis schaffen, um da das Schloss aufzusäbeln. Deshalb hoffe ich mal, dass die Flasche unser möglicher Ersatz ist dafür. Mann. Wie lange haben wir schon? 2,5 Stunden. Ich habe mir das
knackig und kürzer vorgestellt, Leute. Aber ich hoffe, also ich habe Spaß. Ich hoffe, es ist für euch auch nicht minder unterhaltsam hier. Das Rätseln und Quälen. So, da ist die Flasche. Gucken wir mal, ob wir sie füllen können. Und ob wir das... ich habe Angst. Schwere Geburt. Flasch. Ja, falsch. Quasi auch schon. Flasch. Flasche bitte. Nicht falsch. Greif-Icon. Und? Okay, looks good. Wirklich gut aus. Bottle with Grog. Lass uns mal schnell machen. Ich habe zwar nichts gelesen von wegen, dass sie durch die Flasche ätzt, aber dadurch, dass wir Verschluss haben. Oh, können wir vielleicht durch den Verschluss dann auch schütteln, dass die Kohlensäure im Grog dann zum Sprühen benutzt wird? Ne, eigentlich müssen wir das ja nur drauf gießen. Im Knast, da haben wir auch schon mal was gelöst. Ich hoffe jetzt, aber das klingt eigentlich halbwegs logisch, dass wir das machen können. Also, ja, halbwegs logisch, ne? Monkey Island Logik. So, kann es sein? Ja, nice. Du kommst mit mir jetzt. Ich habe Radikal mitgenommen, okay. Flasche ist weg. Ratti aus Teil 2 eigentlich, die jetzt in Teil 1 auch hier herumstolziert. Wir haben jetzt das Ektometer. Schlägt das von alleine aus, wenn wir irgendwo hingehen? Bei der Voodoo Lady vielleicht? Wir haben noch den Typen, dem wir Sachen geben können. Vielleicht hier, das PKI meine ich. Hier ist niemand, ne? Jetzt haben wir uns in einem Stuhl versteckt. Aber gut. Ich akzeptiere das. Dem Typen im Zirkus. Ich gehe mal die Locations hier ab. Vielleicht finden wir mit dem PKE-Meter irgendwas. Der Typ im Zirkus. Könnt ihr vielleicht die Ratte wollen? Vielleicht ist er ein Geist? Ich kann ja die Flasche sonst oder die Ratte an den Koch geben, vielleicht, I don't know. So, wenn ich auch den ganzen Weg wieder rumgehen muss, aber wahrscheinlich gibt es einen einfacheren Weg wieder auf die Map zu kommen. Kriegt nichts hier mit dem PKE-Meter, vielleicht den Typen auch nicht. So, da beim Haus, was war ich nochmal? Ach, Zirkus, ne? Ein Seil haben wir auch. Nope. Die Pfeile haben wir auch. Nope, das ist nicht. Gehst du raus? Gott, jetzt muss ich strollern bald. Wir checken nochmal. Wir haben the Fork in the Road. Hier sind ja auch noch, obwohl das Icons vom Originalspiel noch sein können. Fork in the Road. Das hier. Fork in the Road hat er gesagt, ich brauche eine Karte, ne? Wobei, ich hab's auch ein bisschen hier mit den Karten. Und das Haus der Schwerttrainerin. Schlägt nicht aus. Okay. Irgendwo muss es ja jetzt ausschlagen, wobei es können alle Locations sein. Wo kann ich eine Karte finden, mit der er dann durch das Labyrinth durchgehen will, Ray? Wo könnte das sein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Irgendwo müsste es ja auftauchen. Das kleine Schweinchen. Geisterschweinchen. So, also schlägt das aus. Not getting anything. Tür aufmachen. Geht nicht. Was bleibt noch über jetzt hier? The Fork, ne? Na? Hm.
Ey, 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 wo bleibt es da? Wo bleibt es? Wer ist es? Wer ist es? Gebe er mir ein Zeichen. I think me hit the honeypot? Was? Da gibt's irgendwas unter dem Forest? Ha? Ich habe 1118 auf der. Ah, das PKE schlägt aus. Und der latscht alleine. Ah, hey. Da ist ja ein Loch hier unten am Grund dieses Stumpfs. Ah, es ist ein Tunnel. Ein System von Katakomben. Wie bitte? Ich glaube, ich kann mich da durchquetschen. Okay. Da ist ein Loch in der Wand. So wie ich es mir gedacht habe. Da ist ein Geist. Das bedeutet, dass der Geist genau in dieser Wand sein muss. Okay. Wir gehen erstmal durch die Tür hier durch. Ich glaube es nicht. Ja, guck mal, das ist Guybrush ja wieder. Er hat das mit dem Papagei gemacht. Sind wir hier? Du hast das Biest endlich dich dem Biest entgegengestellt, wo ich Angst hatte. Du hast das gemacht, was ich mich nicht getraut habe. Ich fühle mich wie so ein Feigling. Ich bin nicht gut genug, um mit deiner Crew zu sein. Ich dürfte nicht mal dein Deck schrubben. Ach komm. Mithook, ne? Ist groß, stark und gut aussehender Typ mit einem redenden Tattoo. Oder mit einem Tattoo, ja. Du kannst meine Decks für immer schrubben. Kann ich bitte in deiner Crew sein? Ja, triff mich auf dem Dock. Also haben wir schon zwei. Jetzt kommen wir immer wieder später an. Können wir den Papagei mitnehmen? Hey, vielleicht kann ich dir meine ganze Tattoo-Routine zeigen. Das hört sich ja immer besser an. Und da sind wir jetzt. Kommen wir mal zu spät. Hey, come away with me now. Ah, haben Papagei mitgenommen. Ja, why not? Oh, wie süß. Brack! Okay, kann ich nicht zu dem Bremer Stadtmusikanten hier kombinieren. Fireplace, okay. Können wir rausgucken. So kommen wir hier hin. Hier im Chest. Könnte hier was drin sein? Ich brauche einen Schlüssel, um es zu unlocken. Da ist ein Schlüssel. Ja! Ein T-Shirt. Extra large. Okay, das können wir vielleicht in der tauschen im im Zirkus, vielleicht ist das was für den Typen hier? Können wir hier was verbrennen? Fireplace. Man sollte die Sachen wegschmeißen können, die man nicht mehr braucht. Denkst du zu sehr nach, finde ich. Weil wenn ich die schon mal benutzt habe, in den meisten Fällen war es ja so, dass ich wirklich die einmal benutze. Dass die Fernbedienung keine Batterien hat. Wahrscheinlich sind es nicht die Batterien, die ich brauche. Ich probiere mal, bevor ich hier wieder zurückkommen muss. Ah, so ein Geist. In diesem Loch in der Wand. Den Papagei. Oh, das Shirt. Flammende Masse. Ja. Ja. Okay. Ich akzeptiere, das wäre eine flammende Masse. Da ist ein Geist. Dass der Geist genau hier sein muss, ja.
Kann ich die Ratte mit irgendwas hier kombinieren? Dachte, dass die Ratte irgendwie vielleicht dann ans Band anbinde. Flammendes Shirt, okay. Ich hätte gedacht, ich baller mich hier durch. Ich muss mal alles am Loch probieren, wenn wir schon mal hier sind. Eins, zwei, drei immer. Dieser kann es nicht sein. Ja, ich weiß, diese Dinger sind eigentlich für was anderes da. Komm, lass uns alle fünf egal sein. Aber das mit dem Shirt hat mich jetzt auch verwundert. Ich hatte eigentlich eine andere Idee dafür. Pfeile haben wir gerade benutzt. Die Ratte kann ich nicht da durchgucken lassen. Die Flaming Masse, wie lange die auch immer hält. Kommt auch nicht durch. Failing. Das ist Freudscher Vertipper. Flaming Masse. Okay, dann komme ich hier wieder raus. Papagei! Danke, du hast mir den Tag gerettet, mein Freund. Mein Parrot ist gerade gestorben. Danke dir. Rock, mein bester Freund. So, kleiner Elefant, Ladies and Gentlemen. Ich bin euer MC, Fettuccini Brother. Ich präsentiere euch, macht gerade sein zweites Debüt. Aber die haben noch nichts gesehen. Bis sie gesehen haben, wie ein Elefant mit einem Ball spielt. Aus welchem Spiel ist denn der Elefant? Okay, Big D, das ist es. Genau wie in der Probe. Außer mit dem Licht, der Musik, dem Feuer und den Leuten. Du kannst es schaffen. Zeig ihnen, wie du es uns gezeigt hast. Aber ich habe das Feuer. Komm schon, D. Komm. Sei doch nicht so schüchtern. Komm schon, D. Ach, die Maus. Die Ratte. Oh nein! Läuft weg. Oh nein, nicht schon wieder. Ein Ball. Jetzt habe ich einen Ball. Eine flammende Masse. Ich hätte gedacht, die flammende Masse für hier ist. Ich habe einen Ball. Was fehlt mir noch an Locations hier? Bleiben wir bei Flamme de Massenon. Sicher ist sicher. Hier oben sind wir hin, im Village. Hat Breigash. Der gute alte Breigash. Weepthroat. Beleidigungsfechten schon gemacht? Ich habe einen Ball. Für wen könnte der Ball sein? Was? Schwierig. Jetzt habe ich so viele Items. Papagei und die Ratte bin ich los. Den Ball mit irgendwas kombinieren hier.
den Items, die ich habe. Ich habe den Ball abgestochen. Ball mit Loch. Okay. Jetzt hat der Ball ein Loch. Oh, könnte ich das jetzt zum Fangen des Geistes benutzen vielleicht? Wo war das hier? Beim Pass? Ich komme da nicht mehr hin? What? Ah, der Stumpfen. Okay, puh, Glück gehabt. Ich dachte schon. Scheiße gebaut habe. Der Ball vielleicht. Bei dem Ball kann ich nicht da. Also hätte vielleicht aufs Loch hier drauf gepasst, ne, dass der Geist dann da reingesaugt werden kann. Guck mal, ey, ich brauche dann nochmal Hammer und Nagel, ne? Und die flammende Masse habe ich hier. Mein Freund. Oh, ich kann es eigentlich nicht ausstehen, wenn ich dann immer wieder zu Trial and Error dann hin muss. Es fehlt ja nur noch, wobei, Moment, mal kurz zurückgehen. Vielleicht ist Guybrush jetzt ja schon Richtung Schiff. Es fehlt aber noch einer, ne? Es fehlt noch die Beleidigungstrainerin, Beleidigungsschwertfechtentrainerin. Ja, gehen wir einmal kurz hier hin, bevor wir da drum herumlaufen. Ey, sieh mal die Blase, ey. Hab nicht gedacht, dass ich hier dann 3 Stunden rumsitze. Ich hätte eher mit so einer oder eineinhalb gerechnet. Aber nicht mit meinem matschigen Hirn. No one here, ne? Aufs Boot klicke ich lieber nicht rauf, sonst stürzt wieder ab. Hier haben wir eigentlich die meisten Sachen aufgelöst. Brennender Ball. Okay, wir probieren einmal noch, ob jetzt Zeit ist für... Hier was? Nein, ne? Ob jetzt Zeit ist für das Gouverneursgebäude. Muss es ja endlich mal sein. Gouverneursgebäude muss doch mal endlich fertig sein. Ansonsten ist wieder Trial and Error angesagt. Bestimmt irgendwas, was ich hier einmal hätte anklicken sollen. Ich glaube, wir können ganz froh sein, denn als Kind hätte ich wohl ein paar Jahre gebraucht, ohne meine Trial and Error Disziplin. Oh, ich habe die Distille hier. Moment, ich habe die Distille hier ja noch. Können wir auch damit was verwenden. Flammende Masse. Oh, warte mal, und den Ozean haben wir auch. Ich kann es ja mal mit beiden Sachen mal probieren. Irgendwas war ja schon passiert, auch wenn die Pfeile schon mal benutzt wurde. Visa-Karte mit dem Ozean ergibt wenig Sinn. Aber wir tun es trotzdem, damit diese Sache ausgeschlossen ist.
Hammer und Nagel in den Ozean. Ergibt auch keinen Sinn. Wir machen's aber trotzdem einmal, um uns sicher zu sein. Wo ich hier nochmal was mit den Items, die wir gerade haben, vergessen. Ja, das ist eigentlich Quatsch-Items für Ozean und Distille. So. Mach mir den Greifi. Oh, boah, ich hab Angst. Habe ich. Die existenzielle Angst, die mir sagt: It's not the time and the place. No! Bis gleich. Ah! Ha! Da bin ich wieder. Hey, immer mit dem gleichen Sentiment, mit dem gleichen Gefühl gehe ich hier in die Sessions wieder rein. Ich habe zwischendurch was gegessen, bin ausgeruht, mein Kopf ist wieder ein bisschen frei. Und dann bin ich wieder angenervt gewesen, nachdem ich mich durch alle Sachen durchgeklickt habe. Okay, ich habe den nächsten Schritt anscheinend gefunden und Leute. Ach. Von wegen Wald vor lauter Bäumen nicht. Also, wir hatten ja hier das Problem, dass wir zum Boot hingegangen sind, alles ausprobiert haben, bis auf Greifen, weil Greifen hat das Spiel zum Abstürzen gebracht. Allerdings, ich bin hier zum Boot hingegangen, ich habe es hier angeklickt. Ja, ne? Ist ja nichts. Aber was ist, wenn man hier aufs Boot draufklickt? Da geht er aufs Boot drauf, wenn es 2 Zentimeter weiter rechts ist. Ach. Ja gut, dann lass uns mal gucken, was wir hier machen können auf dem Boot. Fuck, ey. Fuck. Na, geh mal runter. So, ja, bevor das ist das Boot, was dann, oh, eine Axt, ja, dann nehmen wir die mal. Das Boot, was Guybrush und die anderen dann nehmen, um nach Monkey Island zu dösen. Wir haben eine Axt. Okay, das ist gut. Mal checken, was für Items hier überhaupt alle sind. Hier haben wir noch eine Luke. Und guck mal, hier hatten wir ja einige Sachen. Da ist die Leiter. Können wir die Leiter denn nehmen? Nein. Was können wir hier verwenden? Das Schießpulver. War hier drin, ne? Okay, Schießpulver hat er genommen. Ich glaube, ich nehme was. Haben wir noch was? Schießpulver ist genommen, okay. Gucken wir uns erstmal um, was wir auf dem Schiff hier alles machen können. Aber wir haben schon mal 2 Items, Schießpulver und die Axt. Also 2 extra Items, die uns was bringen. Jetzt muss ich auch nochmal drüber... Oh. Der geht ja da durch. Drüber nachdenken. Da ist Path. Und ansonsten nur das Hedge nach unten. Sonic the Hedgehog. Wo ist Path? So ein. Lass mal durchprobieren. Die Items. Können wir irgendwas schon mal zerhacken? Wobei ich glaube, das ist wahrscheinlich für einen Baum oder irgendwie sowas gedacht. Na, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Ne, das war's nicht. Und das Schießpulver. Zack, zack, zack. Ah! Okay. Ball with Gunpowder. Oh! Oh, oh, Moment, Moment, Moment. Oh, ich kann ja auch das Mausrad benutzen, um das. Wobei, rechte Taste ist für mich ein bisschen intuitiver. Das Mausrad benutzen, um die Icons hier durchzumachen. Ich könnte eine Idee haben. Aber jetzt gegen Richtung Ende hin, denke ich mal, wird es immer so, du hast eine Idee, aber die bringt dich nur einen Schritt weiter und dann bist du wieder bei Trial and Error, weil du nicht den richtigen Gedankengang hast. Ich hoffe, dass jetzt stimmt. Weil wir haben ja schon probiert, den Basketball mit dem Loch irgendwie zu verknüpfen. Geht das hier? Nein, aber es muss irgendwas damit zu tun haben, ey. Lambda Masse. Ah,
Okay, jetzt haben wir es mit dem Saal. Ah, guck mal. A Bomb ist draus geworden. Die geht immer. Ah, warte mal. Wand und Hohl sind unterschiedliche Sachen, okay. Kann ich das Feuer an der Wand ablegen? I might need this flaming mass later. Okay, also wir haben ein bisschen Seil benutzt, um daraus eine Bombe zu machen. Ich kann die jetzt nicht hier an der Bombe ablegen. Kann ich sie anzünden und werfen? Nein, das war es nicht, ne? Ich probiere einfach mal auch hier mal an den beiden Sachen es durch. Rope, no. Bombe hatten wir auch nicht. Kann ich mit der Axt das durchbrechen? No. Feuer wollte er nicht. Wobei, kann man das Feuer irgendwo hinlegen und dann... Okay, das hat ja schon resoniert hier. Pfeile. Der Grog ist für die Untoten. Das ist es nicht. Die Map ist es auch nicht. Da muss nur den richtigen, der Gedankengang muss richtig rum sein, ne? Also, du weißt schon, was du ungefähr machen willst. Aber weißt nur nicht ganz wie. Oder welche Position das sein soll. Dann müssen wir es vielleicht von dem Haus aus aufsprengen. Wir platzieren die Bombe. Die Flaming Mass muss was damit zu tun haben, denke ich mal. Okay, es war keins der Items, oder? Muss irgendwas damit zu tun haben, warte mal. Kann ich die Bombe hier reinschmeißen? Okay, Fireplace. Okay, sie ist... angezündete Bombe. Ist das so eine gute Idee? Ah, jetzt kann ich sie an der Wand absetzen. Okay, und wie werden wir... unser Schiff hier finden mit diesem Haufen Schrott da hinten. Ja, okay. Wo ist denn der Cabin Boy? Ja, die haben ziemliche Ansprüche. Das waren auch die Crew, die wir geholt haben. Guck mal, er hat die Schwertkampftrainerin schon dazu geholt. Und da macht es einmal Boom. Was war denn das? Bestimmt die Fettuccini Brothers, die Kanone getestet haben. Ah, aber nein, das waren wir. Let's rock. Und stattdessen, war das Schiff nicht untergegangen schon mal? Oder we can't leave now? Ich wundere mich, wo Ray ist. Naja gut, dann müssen wir jetzt los ohne Ray. Also ohne mich. Teil 3! Monkey Island! Ja, geil! Piep, piep, piep. Okay. Okay, eine brennende Bombe in der Tasche haben, bis wir sie benutzen. Monkey Island. Ach, guck mal. Bleib da, wo du stehst, du toter Schädel. Was meinst du denn damit? Jawohl! Jawohl, ja! Sebelin weg! Ah, und er hat die Falle gleich ausgelöst. Ja, geil! Das finde ich gut. War gar nicht so schwer. Let's do this. Ah, und ich bin... Da ist ein richtiges Portal nach Mangia. Ja klar, er muss ja auch irgendwie wieder zurückgekommen sein, der Leshak. Lass mal gucken, wie viel wir von Mangia... Oh nein, jetzt bin ich abgestürzt. Bin ich tot? Oh no, you really screwed up this time. Ja, dann müssen wir mal Restore drücken. Haha, will ich wieder zurück. Ja, den Gag kennen wir. Hier will ich... Rubber Tree, ha, Gummibaum, Glück gehabt. Und, ey, richtig, dass ich hier heruntergehen kann. Alles klar. Also Secret Passage, komme ich wieder zurück. Wie komme ich hier raus?
Rubber Tree, oder? Okay, also ich muss den Weg nehmen, um hier rauszukommen, wieder zurück. Dann checken wir doch mal aus, was hier ist, wen wir hier alles finden. Hier war Herman Toothrots Kanone, glaube ich, hier oben. Das Fort, da ist es. Unten war am Strand bei Herman. Wir können wieder komplett noch zurück, ne? Das heißt also, mit den Items können wir was anstellen. Flaming Mask, können wir die hier benutzen zum Anzünden? Nee. Können wir eine Kugel reintun? Ah, was habe ich da gekriegt? Zwei Seile. Noch ein Seil. Okay. Merken wir uns, dass hier die Kanone ist. Ich kann keine von den Steinen nehmen. Ich habe ein Stück Seil hier gefunden. Und das Spyglass haben wir hier. Oh. Ja, sehr gut. Das Fernrohr. Okay, schon mal etwas auf die obere Seite kommen wir nur mit dem Ruderboot eigentlich. Also im normalen Monkey Island. Ray, du kannst gerne auch ein bisschen schneller laufen. Wir haben hier eigentlich das Vertrocknen. Wobei, das Flussbett ist hier nicht mehr vertrocknet. Das heißt, Guybrush hat schon... Wobei, nee, doch, hier. Ne, genau da, das vertrocknete Flussbett. Guybrush ist noch nicht hier. Wir sind vor ihm da, denke ich, jetzt. Ah ja, genau. Benutzen wir die Axt, um die Leiche darunter zu holen. Zack. Hanging Corpse. Sieht nicht so gut aus. Aber wir haben ja, vielleicht geht das ja hier schon. Wir haben ja den Kelch eines Zimmermanns. Jawohl! Da steht er wieder. Wow! Ich bin's wieder. Ich war tot, jetzt am Leben. Einer der Glücklichen. Ich bin tot gewesen. Es hat mir eine neue Perspektive aufs Leben gegeben. Ich bin dir sehr dankbar für dieses feine Geschenk. Wenn es irgendwas gibt, was du auf Monkey Island brauchst, ja, da gibt's was. Ich finde leider keine Paddel für mein Boot. Gib mir ein Seil und ich solve das Puzzle für you. Piece of Rope, Rope. Da hast du eine Rope. Okay. Okay, hier sind die Paddel. Danke. Ups, ich gehe jetzt. Ich höre auf. Ganz ehrlich. Ich hab die Paddel. Ja, super gut. Gibt's ja sonst sowas? Das hat ja besser geklappt, als ich dachte. Noch hängen wir nicht. Aber ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. So, bevor wir da runtergehen, wahrscheinlich ist da das Ruderboot. Aber hier an der Seite, hier wäre normalerweise, glaube ich, auch ein Strand. Hier, Clearing. Dann sagen wir hier kurz schauen. Doppelklick macht eigentlich schneller bei Monkey Island. Ah, ja, hier. Der Kopf. Private Property. Nicht erlaubt, LeChuck. Wo sind die kleinen Äffchen, wenn man sie braucht? Um mich hier dann an der Nase einmal zu ziehen. Leider kommen wir nicht durch. Da brauchen wir Support. Unterstützung. Hilfe. So. Ups, einmal klicken. Na, klick mal. Was steht überhaupt auf dem Sign of Private Property, ne? Please do not enter the monkey head, GP. LeChuck, LeChuck, LeChuck. Aus Kautschuk ist er. Merken wir uns, also hier war der Affenkopf. Da oben war noch eine Kanone. Wir haben die Paddel. Vielleicht können wir jetzt auf die andere Seite der Insel segeln. Paddeln. Pond war hier, hier. Ja, okay, Beach können wir hin. Vielleicht sogar Herman Toothrot da. Könnte ja gut sein. Oh, hier war eigentlich auch noch was, glaube ich. Aber nicht in dieser Version. Hermie Boy. Ah, der Slimy. Uck, uck, Iep. Slimer reden mit den Affen. Was machst du denn da, Slimy? Mein Boy.
Piece of paper. Public Meeting. Wir werden Mittwoch ein Meeting haben, um die Besetzung des Affenkopfes durch Geisterpiraten Nitschak zu besprechen und wie das auf den Tourismus sich auswirkt. Alle Monkey Island Kannibalen sollen da vorbeikommen. Kann ich die Bananen haben? Da ist das Rowboat, da ist der Jungle. Das heißt also, dass Slimer jetzt hier gerade irgendwo herumdödelt. Da geht's wieder zum Dschungel. Dschungel, Dschungel. Der Kelch eines Zimmermanns. Ich kann immer noch gut genug was übersehen haben, dass ich wieder zurück muss. Aber bevor ich nochmal zurückfahre und Sachen ausprobiere, werde ich wieder ein Save machen. So. Naja. Okay, nicht paddel dahin, sondern geh dahin. Da müssen wir einmal um die Insel drumherum, damit wir zu den Kannibalos kommen oben. Oder zumindest im Platz der Kannibalos. Es war hier irgendwo mal der Doppelklick. Es dauert recht lange, bis wir wieder oben sind. Aber ich hoffe, dass ich nicht aus Versehen aus dem Fenster hier rauskomme und dann das X anklicke zum Ausmachen. Das heißt, lass mal einmal, bevor diese Sorge noch zu viel wird, machen wir den Safety Safe. Da ist der Beach. Da können wir landen. Komm, Ray. Paddeln soll nicht das Problem sein. Nenn dich Paddle Paddy. So. Hier am Strand können wir in den Jungle. Hier ist nichts außer dem Rowboat. Den Dschungel greifen. Na, ich muss bestimmt 2 Meter weitergehen. Hallo? Da. Okay. Kannibalendorf ist hier. Ich kann nochmal auf der anderen Seite gucken, ob ich was finde. Aber es ist Kannibalendorf. Sind sie da? Herman, der dreiköpfige Affe. Gib mir den Bananenpflücker. Oder schmeck mein Schwert. Hermie Boy ist hier. Slime haben wir auch schon gesehen. Dreiköpfige Affe. Kann ich in die Hütte rein? It's an empty hut. It's an empty hut. It's an empty hut. It's an empty hut. Okay. Rein kann ich, glaube ich, nicht in die empty huts. Dann müssen wir hier mal vorne schauen. Piece of paper. Wir haben die Insel verlassen. Ein grüner Dämon hat uns angegriffen. Die Monkey Island Kannibalen, ja? Slimy Slime. Bowl of Fruit. Schön die Früchte mitgenommen. Ah, das ist die aus Maniac Mansion, die Fruchtschüssel. Das sehe ich doch hier. Ich kenne meine Items. Der Bananenpflücker dann noch hier drin? Jetzt ein Empty Hut. Okay. Könnten es nur die Früchte sein, die man hier holt? Nicht den Bananenpflücker. Okay, also noch einmal gut hier schauen. Statue ist nichts. Pixel Hunting. Door. Piece of paper. Door. Hut. So, hut. Pass. Okay, das ist es wohl. Kann ich mit den Früchten irgendwie Slimer bestechen, wenn wir schon mal Essen haben, ne? So, da unten ist nichts. Wir gucken erstmal, bevor wir zurückfahren. Wir haben noch die Oberseite hier. Da ist a beach. Life's a beach. Hier können wir auch nicht hin. Das war ja von der anderen Seite. Haben wir hier was? Slimer, der Slimy. Slimy, mein Boy. Da komme ich nicht durch, da muss ich wahrscheinlich drum herum fahren. Ah, ich komme hier oben nicht weiter. Slimy, mein Boy, ist jetzt da. Dann hoffe ich mal, dass die Früchte fehlen sind. Für meinen Slimy Boy. Und dann Dude. Er schleimte mich voll. Dieser Fresssack.
Und Ray, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, ich bin mal auf einer karibischen Insel, in einer anderen Dimension. Was die Idee dann gewesen ist, hey Mann, LeChuck ist ja auch ein Geist. Lass uns doch mal das kombinieren, Geisterjäger. Ghostbusters war 1984 der erste, aber 89 müsste Teil 2 gewesen sein. Das ist nicht ganz hier 30 Jahre von beiden hier. Oh, und ich habe es auch gar nicht erzählt, während wir hier rudern müssen, wie blöde. Ich habe es ganz zum Intro mal erwähnt, aber ich war beim Ghostbusters, bei der Ghostbusters Feuerwache. Vor einigen Jahren war ich in New York, als man noch reisen konnte, für WWE 2K Berichterstattung. Und wir waren dann im Hotel, es war der SummerSlam 2015, der in New York dann in Brooklyn, besser gesagt, stattgefunden hat. Und, safe hier einmal, in Brooklyn stattgefunden hat. Und unser Hotel war direkt neben der Wache, also der ehemaligen Wache, die für die Außenshots benutzt wurde. Innen drin hätte es natürlich anders ausgesehen, man konnte nur von außen, da war noch das Ghostbusters-Logo unten auf der Straße aufgemalt und so. Das ist natürlich mittlerweile alles sehr runtergekommen, da es für das Exterieur benutzt wurde. Nicht, dass es weniger runtergekommen gewesen ist damals. Aber es war ganz geil, dass ich einfach mal mein Hotelzimmer, ich konnte auf die fucking Ghostbusters-Wache gucken. Nichts Besonderes für New Yorker? Für mich schon. Na? Komme ich zu Slimy? Jetzt bin ich bei, okay. So, jetzt meine hehren Absichten. Vielleicht haben wir schießen, dass Slimer hier rauskommt oder so. Ach komm, bis hierhin lief's doch so gut. Das ist fort. Hier ist Slimer. Er war unten am Strand. Am Strand war auch nicht viel anderes, ne? Mit den Paddeln habe ich oben nur die Bumster-Dings da gefunden. Piece of Paper, Bananen haben wir hier. Die Slime eigentlich theoretisch hätte so auch essen können. Rowboat. Kann ja hochfliegen. Ist jetzt nicht das Problem. Schleimi-Mann. Ich muss irgendwas am Pfort machen, bestimmt. Meine Idee wäre es jetzt, die Kanone da eben auszulösen. Secret Passage kommen wir wieder zurück. Dich im Auge, Slimer. So. Ah, Spyglass. Hey, Slimer auf 11. Okay, ich muss es einfach nur benutzen. Er scheint seinen Orientierungssinn verloren zu haben. Okay, also sagt das gleiche wahrscheinlich, Slime auf 11 Uhr. Habe ich da noch irgendeine Wie kann ich Slimer rufen? Mit Essen. Aber wie kann ich das Essen benutzen am besten?
Keine Kanonenkugeln, die ich einladen kann hier oder Steine oder irgendwie sonst was, ne? Müssen wir alles mit der Kanone mal benutzen? Pfeiler. Kann ich Slimer eigentlich wieder zum Leben erwecken? Es gab bestimmt mal eine Geschichte, wo Slimer... Ah! Ah, eine Lunte habe ich dafür gebaut. Ja, klar. Eine Geschichte, wo Slimer... wo man gesehen hat, wer Slimer eigentlich früher mal gewesen ist. Kaboom! Jetzt kommt er vorbei. Da ist er. Slimer, kannst du bitte den gigantischen Affenkopf für mich freilegen? Macht der Slimer. Aber ich habe ja diese leckeren Wachsfrüchte hier. Naja, Wachs ist es hier nicht. Oh, mal was Gesundes. Dann lass uns los. Ja, so sollte das sein. Danke, Slimy. Da sind Sam und Max. Der erste Auftritt von den beiden. So, die Idole kann ich angucken. Wir wissen, wir brauchen große Wattestäbchen. Um die aufzumachen. Geht das mit den Paddeln? Nein. Oh, aber hier. Kraft und Gewalt. Ja! Okay, das wird jetzt richtig sauber. Offen ist es. Let's go in. Affenkorb. So. War der immer so ein Skelett hier? Schon immer, ne? Ach ja, das Skelett vom... Ah, der Affe und da drunter ist ein... Okay. Ja gut, schauen wir. Eigentlich war es ein Labyrinth hier. Ohne den Navigator. Mal sehen, was passiert. I think I hit me Honeypot. Ach ja, wir haben ja das PDE. Da brüht was. Ich habe 5000 auf dem PKE. PKE. Da müssen sehr viele Geister sein. Natürlich, ich brauche nichts anderes. Ach, und guck mal, da kommen Guybrush und die anderen an. Heilige Affen. Blasen. Blätter. Was ich schon sagen? Blätter hier. Ballert sich rüber. Okay. Letzter Teil. The Ghostbusters. Super. Ah, wesentlich besser, als ich gedacht habe. Lies sie es hier hin. Vielleicht habe ich die Logik hinter dem Spiel ein bisschen ausgelotet. Hey! Was versuchst du da zu machen? Warte! Tja, da ist noch ein Geist gefangen. Ich habe sehr viele Geister bis hierhin eingefangen. Sie waren Geister mit musikalischen Instrumenten. Das ist ja unglaublich. Flöten und Tröten. Gehört zum Ghost Chip. Da muss ich den Weg erstmal hier runter. Hallo? Das PKE vielleicht? Komm, daran kannst du jetzt nicht scheitern, dass ich nicht hier hin kann. Ey, komm. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Er hat viele Geister bis hierhin gefangen. Vielleicht treffe ich Guybrush auf dem Weg nach draußen. Mein PKE-Meter ist ja ausgeschlagen. Ich gehe gleich wieder zurück, aber ich muss das nur einmal abchecken. Komm, das ist nicht dein Ernst.
Also ich kann wieder raus, aber kein Guybrush hier, wenn ich zur richtigen Seite klicke. Alright. Alright. So Hotspots oder sowas wären vielleicht nice gewesen. Ja, sowas ähnliches. Also mit Doppelklick komme ich nicht rauf, reden kann ich nicht. Oh, warte mal, jetzt kann ich das Fernrohr benutzen. Das ist ja Quatsch. Was sollte ich denn damit benutzen? Okay, Meter, vielleicht gehe ich nur einfach nicht an den richtigen Punkt hier. Komm. Daran kannst du es nicht scheitern. Ich sage nicht, dass ich zurück muss zum Gouverneurshaus, wo ich tausendmal versucht habe, reinzukommen. So. Fernbedienung nicht. Schlüssel nicht. Die Sachen waren es auch nicht, ne? Direkt damit benutzen ist also nicht. Also gucken wir mal, was sind unsere Wegoptionen. Ich kann ich hier drumherum gehen? Kann ich oben? Moment. Oh, fickt euch alle. Fickt euch alle, ey. So, da sind wir. Ghost Guard. Fuck you, Ghost Guard. F off. Ach, das ist so befriedigend. Zack. Flimp. Guck mal, da sind sie. Ray! Ray? Komm schon, lass uns los. Elaine! Oh, Guybrush, du verrückter Typ. Ich bin beeindruckt, dass du gekommen bist, um mich zu retten, aber es war nicht wirklich nötig. Hey, endlich bist du hier. Wie bist du denn hierher gekommen, wenn du kein Schiff hattest? Ach, das ist eine lange Geschichte, aber wie bist du denn hier ohne das PKE gekommen? Ah, lustige Geschichte. Das wird eine lange Geschichte sein. Willst du sie wirklich hören? Vielleicht später. Ich muss einen Geist einfangen. Einfangen? Ah ja, komm schon. Okay, fangen wir jetzt mit Chuck ein. Was geht hier vor? Wer seid ihr? Mein Name ist Raymond Stantz. Ich bin ein Ghostbuster. Du wagst es, mich hier zu konfrontieren, in meinem Heim. Nimm das, du schleimiger Dämon, du Abschaum. Du, wie planst du mich zu stoppen? Viele sind für dieses Vorgehen schon gestorben. Und jetzt versagt es oder so. Warte mal, eine Minute hier, mein Freund. Ich habe doch nur Spaß gemacht, weißt du? Wir können das doch wie Gentlemen regeln. Ja, yeah, da ist er. LeChuck wird gelasert, wird geblitzdingst. Wird eingesaugt. Jawohl, ja. Damit ist Monkey Island hinfällig. Yikes. Danke für deine Hilfe. Danke, Leute. Und das Portal geht wieder. Egan. Peter. Winston. Alle einmal zusammen hier. Wer sind diese Leute denn? Wir sind die Ghostbusters. Weißt du, Mr. Guybrush, du bist ein sehr glückliches Individuum. Ich weiß. Wir waren Teilnehmer im größten interdimensionalen Cross seit dem Tunguska, zu der Explosion da 1909. Der interdimensionale Riss, das hat gut sich angefühlt. Jedenfalls habe ich sehr viel davon gelernt. Und was genau? Kostenlose Spiele sind netter. Hä? Was? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo ich das gesagt habe. Gab's eine Tagesversion von der Location? Oder nur im Abspann? Da ist es! Dann! Secret of Monkey Island 30th Anniversary Celebrations. Schön gemacht, Leute. Bis auf das typische Trial and Error. Ne? Also es ist dann immer, wie genau kannst du es nochmal ausarbeiten? Und ich glaube, ohne die Trial and Error Sachen, ich hatte ja schon gewisse Gedankengänge, hätte ich es wahrscheinlich
vielleicht in der Hälfte der Zeit geschafft. Und naja, ihr müsst eigentlich nochmal zu 2 Stunden draufrechnen für meinen Herumgeklicke. Is there something strange in your neighborhood? Who you gonna call? Ghostbusters and the Secret of Monkey Island. Ich empfehle übrigens die editierte Version vom Ghostbusters Theme. Bustin, 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 bustin. Und natürlich in loving memory Harold Ramis, leider vor ein paar Jahren verstorben. Der Schauspieler von Egan und Erfolgsregisseur. Fangame gemacht? Ja, wie gesagt, ne, abgesehen von den Sachen, ey, es ist ein Fangame, ne? Und sehr liebevoll. Daniel Spadoni geschafft. Der Link ist unten nochmal in der Videobeschreibung, damit ihr es selber mal runterladen könnt. Solange jetzt Lucasfilm oder so nichts was dagegen hat, dass das spielbar ist, mach's lieber zeitiger. Und dann könnt ihr es auch mal in Ruhe ausprobieren. Aber als großer Fan der LucasArts Adventures, der Ghostbusters und Monkey Island. Schön. Und Horror sowieso allgemein. Es passt alles hier zusammen. Wenn euch das gefallen hat, ja, dann schaut euch gerne auch die anderen Let's Plays an. Das ist ja alles auch nochmal verlinkt in der, die vielen Sachen, die ich gemacht habe, in der Playlist, ne, die es für alle gegeben hat. Plus ist ja noch ein paar Exklusiv-Let's Plays im Moment noch. Ich habe nochmal alle für einige Zeit exklusiv dann für die Supporter unter patreon.com/rpgheaven, steadyhq.com/rpgheaven ein paar fertig gemacht sozusagen, dann als Dankeschön, ne, dass ich hier so schön von euch unterstützt werde und es mir möglich macht, solche Sachen zu spielen, die Zeit dafür zu haben, Videos zu produzieren. Und das sind auch ein paar extra Sachen momentan, die dann Supporter aktuell ab Level 7,5 sehen können. Unter anderem Loom oder Sam & Max beispielsweise und noch einiges an anderen, nicht nur Point-and-Click-Sachen. Aber das hier, da sollen wir alle ein bisschen Spaß dran haben. Und ja, vielen Dank. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Mehr sowas, Reviews, Previews, Tests. Next-Gen-Sachen kommen alle bald. PS5, Xbox Series X und S hoffentlich getestet. Viel anderer Kram auf Rocket Beans TV, Podcasts auf plauschangriff.de oder direkt in den Gedankensprung-Feeds. Und da bleibt das eigentlich über. Da bleibt mir über nichts anderes zu sagen, außer Tschüss und bis dann. Ich verabschiede mich. Outro.